85. Ausgabe des wunderbaren, informativen und lebensbejahenden Techtelmechtel-Podcasts. Am anderen Ende der Leitung, wie immer, unser lieber lebensbejahender Alex. Warte, ich habe ein bisschen Keks drauf. Und meiner einer, der Clemens. Hallo. Hallo. Wir melden uns zurück am Tag der Arbeit und wir haben keine Arbeit gescheut, um euch ein paar Themen vorzubereiten, oder? Kann man das so sagen? Naja, ich meine, ob wir uns Arbeit angetan haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist ein Frevel für den Tag der Arbeit. Okay, Alexander hat wahrscheinlich kaum Arbeit gehabt, weil er hat einfach links reingeklopft in unsere Sendungsliste. Ich habe Arbeit gehabt, weil ich habe die komplette Episode ja schon in unserem Blogsystem vorbereitet. Gut, ich habe erst, es stimmt soweit, ich habe erst danach eigentlich Arbeit, wenn alles fertig ist. Ja, genau, die ganze Fanpost beantworten. Ja, und die Videos schneiden. Ja gut, ja. Es ist zwar jetzt nicht unbedingt Podcast-Arbeit, ja, aber ja. Das ist ja ein Vergnügen und keine Arbeit, oder? Das kommt drauf an, manche Folgen sind echt gut zu schneiden, manche sind auch graus. Ja, na, das kann sogar sein, ja, stimmt, ja. Ja, manche, was ich da finde, ich so, manche sind super fein, weil du schnell die Zeit findest, wo was war, und dann geht es recht flott, und bei manchen musst du halt ewig immer suchen, wo die blöde Stelle anfängt. Stimmt, ja. Das wird sein. Ich meine, klar, ist jetzt keine Schwerstarbeit, ja, in dem Sinne. Also ich würde es jetzt nicht vergleichen mit einem Arbeiter im Bergwerk. Ja, der bemitleidet mich. Nun gut, dann kommen wir zu Voyager Update. In der vergangenen Sendung habe ich ja noch darüber berichtet, dass diese kleine wunderbare Sonde ein Remote Debugging benötigt. Ah, ja. Das war das. Und das Remote Debugging ist geglückt. Denn Voyager 1 sendet erstmals wieder korrekte Daten. Nach vielen, vielen Monaten Datenmüll schickt sie jetzt, wenn auch wenig, aber wieder sinnvolle Informationen. Kim nicht umher, nochmal zu betonen, das Ding fliegt da seit über 40 Jahren durch die Gegend und schafft es immer noch, Daten zu schicken. Das Ding funktioniert seit 40 Jahren. Erklär mal der Volkswagen AG, wie das funktioniert, dass ein aktuelles Modell 40 Jahre funktioniert. Naja, gut, dann sagen wir jetzt so, ein modernes Auto ist ja nicht darauf ausgelegt, dass es 40 Jahre haltet. Ja, mir kommt mittlerweile vor, ein modernes Auto ist nicht darauf ausgelegt, dass es 10 Jahre haltet. Naja, realistisch betrachtet, ich glaube... Wenn man es nicht benutzt, vielleicht, ja. Nein, das glaube ich, macht es sogar noch schlimmer. Nein, ich glaube, das Problem ist, nennen wir es diese Karkasse außenrum, ist zwar jetzt total das falsche Wort dafür. Ist Chassis. Ja, genau, Chassis oder wie wir Profis halt sagen, Karkasse. Ich sag Karkasse. Okay. Das glaube ich ist nur das kleinere Problem. Ich glaube eher das Problem bei moderneren Autos ist irgendwann, dass die Elektronik eingehen wird einfach und dass die Reparatur nicht mehr rentabel ist. Das große Problem bei modernen Autos ist die Motorisierung, wo man 4 Zylinder auf 1 Liter Hubraum unterbringt und das auch noch mit einem Turbo beschleunigt, wo man quasi 160, 140, 150, 160 PS außerholt aus einem Motor, der vom Füllvolumen her so groß ist wie diese Trinkflasche. Dass diese Komponenten die gewaltige Kraft von mehreren 100 Bar nicht aushält, das ist eigentlich selbsterklärend. Natürlich spart dieser Motor dann im Vergleich zum großen 2 Liter TDI einen Liter auf 100 Kilometer. Ist aber dafür noch 150.000 Kilometer zum Wegwerfen. Na
Naja, gut, das ist eh nicht ganz wenig, 150.000 Kilometer. Das muss ich erst mal zusammenbringen. Ich bin gerade bei 352.000. Ja, eben, du hast auch was aus dem VW-Konzern. Ja, aber ich habe Das zwar. fährt noch. Ja, und das hat aber noch einen richtigen Motor drin. Und kein Richtig, ich meine. Lego-Antrieb. Ach, okay. Ich finde Na, ich finde, das da. Downsizing ist ein generelles Problem bei den Motoren, weil das verkürzt die Lebensdauer. Mazda zum Beispiel ist ja komplett einen anderen Weg gegangen. Die haben ja das Downsizing nie nachgezogen, haben aber trotzdem sparsame große Motoren bauen können. Das ist das, Ich das ist finde, da ist. irre an der ganzen Story. Also, ich finde, das Beste war wahrscheinlich Toyota mit dem Hybrid, dass sie relativ früh angefangen haben. Ja. Allerdings, Das ja, ist der Ver. kann man ja noch und vielleicht ein bisschen aus einem anderen Licht sehen. Da ist der Elektromotor ja zusätzlich vom Drehmoment her ja noch die Unterstützung für den Hauptmotor. Das heißt, der Ja, Hauptmotor, genau. der muss nicht die ganze Last tragen. Also der wird nicht so extrem belastet. Normal, ich glaube, aber du kannst VW was vor. Ich glaube, diese Downsize-Motoren, so Ding sein die gar nicht. Also, sie sein ja, ich meine, sie funktionieren, Du wirst sie erfüllen den Zweck. weniger Autos finden mit mehr als 175.000 Kilometer. Ja, das, ich meine, es überrascht mir nicht, weil der typische VW-Kunde ist ein Flottenkunde. Das heißt, das sind große Flotten und die lang sind 5 Jahre im Einsatz in etwa. Ja, aber VW ist auch das Volks, also das sind diese Ja, Volksautos. davon kannst du nicht leben. Das kann durchaus sein, aber du hast noch einer gewissen Kilometeranzahl ein Auto ohne und hättest so nicht mit wenig Wiederverkaufswert, sondern nahezu ohne Wiederverkaufswert, weil es technisch kaputt ist. Das ist ja, das ist so, was soll ich sagen? Aber man, sei mal ehrlich, ich würde ja als Auto. Kannst du ja fast sowieso nicht mehr kaufen. Weil? Einfach die Elektronik drinnen das Problem Ja, ist. die fehlenden Software-Updates. Ja, ich meine, nicht leider die Software, das Problem ist ja das, du musst ja bedenken, bei einem modernen Auto, wenn das einmal 10 Jahre alt ist und du hast da LED-Scheinwerfer drin und die werden defekt, hast du einen Totalschaden. Weil die kosten einfach gutes Geld. Gleich wenn dir da Steuergeräte hinwerden, die kosten auch gutes Geld. Das stimmt, ja, das stimmt. Und Aber deshalb kannst du. das kann dir bei einem 25 Jahre alten Auto aber genauso passieren, dass die Steuer, also vor allem so Motorsteuergerät oder Ja, Steuergerät für ein aber Allrad, ja. du musst jetzt denken, du hast ja bei einem unter Anführungszeichen modernen Auto, du hast ein Steuergerät für die Du hast für alles, ja. Komfortelektronik, du hast eins für die Rückfahrkamera, du hast Ja. das. Du hast ja wesentlich mehr so eine Eben, Teile ja. Und drin. Elektronikteile sind halt auch nur Verschleißteile. Das vergessen ja manche. Manche können es besser bauen als andere, ja. Ja, aber Und man darf nicht vergessen, Elektronik ist ein Verschleißteil. Da geht ja, Strom ein, sicher. Strom aus, Strom ein, Strom aus, Strom ein, Strom aus. Ja, Und klar. irgendwann ist dann vorbei mit dem. Ja, du. Es ist halt so, ich meine, keiner baut ein Auto für die Ewigkeit. Aber für die Ewigkeit ist diese Voyager 1 Sonde eine schöne Rücküberleitung. Denn sie funktioniert auch immer noch. Ja, jedenfalls wollte ich nur ein kurzes Update geben. Also sehr, 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 sehr spannend. Ja. Ja, ich habe da leider ein kurzes Thema. Das ist in der RBB gewesen. Deutschland führt jetzt diesen digitalen Pass ein. Also das heißt, du brauchst kein analoges Foto mehr hinbringen. So wie das nur in Österreich ist. Du kriegst einen Pass bei uns auch per Post zugestellt. Aber ich habe mich schon immer gefragt, warum ist in dieser Stelle, wo ich den Reisepass beantrage, kein so ein Selbstbedienungsautomat, wo ich einfach ein Foto mache. Ja, man muss ja auch die kleinen Einzelhändler mit Passbildfotografie ein bisschen subventionieren staatlich, oder? Naja, was tust du jetzt? Oh, du gehst jetzt auch zu einem
Automat hin, machst du die Fotos, sie werden da ausgedruckt, dann tragst du sie hin, da werden sie wieder digitalisiert, damit es dann auf deinen Reisepass gedruckt werden Naja, kann, oder nicht? erstens einmal zu einem Automaten gehe ich nicht, das habe ich einmal gemacht mit einem Reisepassfoto, das ist der Horror, das hat mich 10 Jahre lang verfolgt, bis der Reisepass dann endlich wieder ungültig geworden ist, weil in dem scheiß Fotoautomaten die Ausleuchtung unter aller Sau ist. Dann bin ich zu einem dieser bekannten österreichischen kleinen Einzelhändler gegangen, die auch einen Passbild-Sofort-Service anbieten. Zumindest die Ausleuchtung war etwas besser. Ja, es ist mir relativ wurscht, wie mein Reisepass Aber ausschaut. wie ist das jetzt da in Deutschland? Haben die quasi jetzt einen Fotostand direkt im Büro, wo du den Genau, da ist ein Reisepass Fotostand. beantragst? Ja, da ist ein Foto. Zumindest das weiß ich jetzt nicht, das steht da nicht drinnen. Du wirst sicher noch zu einer Beamten gehen Das müssen, wär's aber gewesen. Okay. du kannst zumindest, wenn du da bist, setzt du dich vorher in diese Fotobox rein, das wird das Foto gemacht und dann wird es direkt auf den Pass drauf gedruckt. Ja, das schaffen wir in Österreich nicht. Naja, sei doch jetzt nicht so vorschnell. Deutschland hat digitalisierungsmäßig Ich noch weiß, die haben sehr noch viel Fax. Aufholbedarf. Also, Ich weiß, die haben noch sie, Faxe. ja, sie sind jetzt zumindest in diesem Bereich einmal vor uns, aber sonst krankt es da ja eher an allen Ecken und Enden, ja. Aber trotzdem, da denke ich mal, warum gibt es das bei uns noch nicht lang? Weil das ist ja Warum kann ich sinnlos. mein Foto nicht auf einen USB-Stick bringen? Warum kann ich mein Foto nicht einfach per E-Mail hinschicken? Warum geht das nicht? Ist ja wurscht, dann mache ich es Das. halt beim Elektronik-Einzelhändler und. Na, aber ich denke mal, schau mal, ich zahle ja für den blöden Reisepass sowieso schon Geld. Ja. Dann wird es wohl möglich sein, dass die bitte das eine depperte Kiste hinterstellen, wo das Foto gemacht Ja, wird. sicher. Also, weil man denkt, hey, das ist so un. Vor allem, das Foto darf ja auch nicht älter als. Wie alt? 3 oder 6 Monate sein? Ja, sowas in der Richtung, ja. Ich meine, okay, ist ja jetzt nur handelbar, aber ich denke mal, warum? Das ist ja alles Blödsinn. Vor allem, das Dümmste finde ich ja, dass ein Foto ausgedruckt wird, das dann wieder digitalisiert wird, um es nochmal auszudrucken. Das ist ja der Geniestreich unter Anführungszeichen Ja. dahinter. Was ich aber ziemlich cool finde, ab Mai kommenden Jahres sollen Reisepässe und Personalausweise zudem mit der Post zugestellt werden können. Ja. Das können wir schon länger. Das kennen Ja. wir schon länger. Das kennen wir schon länger, aber ja, war ja ein kurzer Okay, Ausflug. ja. Jo. Gut, ich mach gleich weiter, weil du hast da eh so wenig. Brave hat jetzt auch eine KI-Such-Engine-Maschine Das heißt, Brave steigt jetzt ein, den Ring mit Suchmaschinen und Large Language Models zum Suchen. Ja. Ich habe die Brave-Suchmaschine persönlich noch nie ausprobiert, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber haben Ja, die denn Brave jetzt einen will natürlich. eigenen Service und eigene Robots, die jetzt auch unterwegs sind, so wie die Google Bots? Oder nutzen sie jetzt Google Daten und optimieren die mit AI? So, da das jetzt schon ein bisschen her ist, also sie haben einen eigenen Ah, Suchindex, okay. der crawlt um Seiten. Und sie haben dann noch ein Large Language Model drunter gelegt und noch ein paar so Sachen, was sie da natürlich nicht alle sagen werden. Aber es geht natürlich da mehr um Datenschutz. Also es soll nicht so sein wie bei Google. Ja, das ist ein hehres Ziel, das sich am Anfang jeder steckt, bis man dann an die Börse geht und die Aktionäre Dividende haben wollen. Ja, das glaube ich, ist bei Brave, das gibt Noch es nicht. nicht. Ja, wird es bei Brave wahrscheinlich auch nie geben, das Was Geschäftsmodell ist denn ein dahinter haben. Geschäftsmodell eigentlich? Die verkaufen ja eigentlich auch Werbung, aber du verdienst ja theoretisch was an der Werbung, die dir gezeigt wird.
Du kriegst ja diese Basic Attention Tokens, Ah ja, die du, stimmt, wie, da war die mal du was. wieder eigentlich andere Creator zur Verfügung stellen kannst oder halt auszahlen. Was aber witzig ist, wenn man bei der Brave-Suchmaschine Techtelmechtel eingibt, seien wir in den Featured Snippet drin. Tja. Was? Ja. Da siehst du schon mal, wie relevant wir sind. Nein, nicht, du darfst nur Techtelmechtel schreiben, nicht Podcast. Jetzt fahrst du nach unten ein bisschen. Da sind wir nicht drinnen auf der Seite. Nein, fahr noch ein bisschen nach unten. Bei mir, komischerweise, bei mir sind wir direkt da oben drin, in der ersten Box. Da, genau, wo bei dir das dritte was anders ist, bei mir Techtelmechtel Da Podcast. steht bei mir Duden. Ja, da ist, da wo oben, was weiß ich, was, da ist bei Da dir. ist es bei mir. Ja. Aber was ich ziemlich cool finde, wenn ich in Techtelmechtel Podcast generell eingib, kommt da die Webseite, kommt da Apple Podcasts, kommt gleich Spotify, kommt unter Instagram-Account, kommt Listennotes. Das ist auch cool, finde Ja, ich. gell. Oh. Nicht so schlecht, nicht so schlecht, nicht so schlecht. Aha. Nutzt mehr Brave-Suche, die finden uns besser. Aber das brauchen wir denen nicht sagen, die uns eh schon hören. Das ist eh vergebene Mühe. Euch brauchen wir ja nimmer. Richtig, ihr müsst Wer die Kunde verbreitet die weiter. Kunde? Ein neuer Richtig. Podcast ist geboren. Ja. Ja, so viel dazu. Also es gibt jetzt von denen auch was. Cool. Okay, ja, das. Man, ich muss es aber selber erst detaillierter ausprobieren. Also ich Ja. weiß nicht, wie gut es ist, weil komischerweise gehe ich halt sehr oft auf Google. Es hat vor was? Warte, lass mich noch kurz das nächste Mal, weil das ist ganz, ganz kurz. Und zwar, wir haben ja schon mal Olama vorgestellt. Es gibt jetzt Llama 3 für Olama zum Runterladen. Also Llama 3 ist das der neueste Release von der Meta-KI. Und den gibt es jetzt auch für Olama. Okay. Also das heißt, ihr könnt das lokal wieder am Rechner laufen lassen. Hast du das schon ausprobiert? Na, habe ich noch nicht. Wäre ich aber sicher irgendwann einmal machen. Das klingt jetzt eher so wie auf die lange Bank geschoben. Ja, vielleicht. Nein, Ja, schauen wir mal. ich hab's, ich meine, Olama habe ich installiert. Ja, also ich hab's auf meiner Okay, Liste. ja, Bucketlist von Sachen, die man machen will, ja. Ja, nein, ich brauche, das Problem ist, dass ich bräuchte eher einen konkreten, guten Anwendungsfall, wo ich zum Beispiel GPT funktioniert gut. Und jetzt kann ich Olama gegentesten, wie gut ist das Licht. Fokus. Ja, okay. Fokus. Webcam. Gut. Aha. Okay. Dann habe ich jetzt was und zwar wollte ich das ja gerade davor schon sagen. Es hat vor kurzem am Samstag, glaube ich, war das, hat es ein Formelrennen gegeben und jetzt nicht Formel 1 oder Formel 3 oder Formel Ford oder Formel was auch immer, sondern es hat Formelrennen gegeben. Da haben diverseste Institutionen, Universitäten, vor allem technische Universitäten teilgenommen und zwar waren das. Hat es den einen oder anderen menschlichen Fahrer auch gegeben? Ich glaube einen. Aber im Großen und Ganzen waren das KI-gesteuerte Rennautos. Also das ist jetzt, glaube ich, wie hat er geheißen? Der Russe? Wie hat er geheißen? Ah, weiß ich nicht. Der ist da halt auch mitgefahren. So quasi mal ein bisschen. Keine Ahnung, Schwung einzubringen oder was auch immer. Jedenfalls sind die KI-Autos gegeneinander gefahren. Ich habe das Rennen ein bisschen verfolgt. Ich habe es mir nachher im Nachhinein nochmal angeschaut. Es war jetzt für den ersten, sagen wir mal, für den ersten Versuch eh eigentlich ganz nett.
Es war halt, wie soll man sagen, sehr gemächlich. Also die sind alles andere als mit hoher Geschwindigkeit durch die Gegend gekurvt. Und es haben sich eigentlich mit einer maximalen Besetzung nur vier AI-Autos miteinander gematcht. Also a sehr fad. Sagen wir so, es war jetzt kein hochunterhaltsames Rennen, aber das sind ja viele Formel-1-Rennen ja momentan nicht sonderlich unterhaltsam. Und ja, da hat's ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleine Probleme hat es gegeben. Ein AI-Auto, also ein KI-gesteuertes Auto, ist ausgefallen, da am Rand ausgerollt und es wurde die gelbe Flagge quasi geschwenkt von der Rennleitung. Wahrscheinlich damit sich kein Roboter verletzt, ich weiß es jetzt auch nicht. Die nachkommenden drei Autos waren mit der Situation ein bisschen überfordert. Erstens, es steht ein Auto am Rand, zweitens, gelbe Flagge und sind einfach hinter dem ausgefallenen Auto stehen geblieben. Oh, ist ja lösen. Ja, das heißt, man hat sie dann quasi dazu ermutigen müssen, wieder in die Box zurückzufahren, um nachher das Rennen wieder neu zu starten. Ja, es hat da das eine oder andere ja, Dings gegeben, was halt nicht so gut funktioniert hat. Ja, das sieht man sehr, also da in dem Video, also aktuell bei 1 Stunde 42, es sind vier Autos, die da hintereinander fahren und sehr, sehr gemächlich. Allerdings könnte es in ein paar Jahren deutlich interessanter werden. Was man halt dort dazu sagen muss, das waren halt wirklich technische Universitäten, also da waren jetzt keine großen Konzerne, die da das ganze Ding, die da ihr Know-how und ihr IT und ihre künstlichen Intelligenzen, was auch immer reingeworfen haben, sondern es waren Projektarbeiten von Studierenden, Doktoranden etc. Ja, vielleicht ist das jetzt eh die Stelle, wo das Auto ausrollt. Das war nämlich ziemlich. Ich hätte mir die Minute aufschreiben sollen. Ja, Es ich war meine. echt ein sehr witziger Vorfall. Ja. Ich finde es jetzt auf die Schnelle. Ja, und wie man sieht, es ist halt extrem gemächlich durch die. Das hat mir ein bisschen gestört. Also ein bisschen mehr Speed hätte ich erwartet, weil in dem Tempo kann ich ja mit meinem Skoda durch die Gegend fahren. Also. Ja gut, du bist halt kein autonomes Auto. Genau. Es ist. Aber ja, hat ungefähr, wirkt so, als ob es den Ah. gleichen Spannungsgrad eines typischen Formel-1-Rennens Genau. hätte. Ich glaube, das ist jetzt eh die Stelle. Da rollt einer. Ja, die bleiben da vorne stehen. Ja, das war jetzt wieder eine andere Stelle. Jetzt bleibt der stehen und versucht zu lenken. Keine Ahnung. Er kennt sich nicht mehr aus. Ja, es war sehr weird alles zusammen. Aber ja. Ist erst der Anfang. Gut, ich hab's Ist nicht erst der gesehen. Anfang. Sehr gut. So, dann mache ich da jetzt einmal ein paar Themen. Also, Stable Diffusion 3 ist jetzt auch, manche Entwickler haben Zugriff drauf erhalten, per API. Stable Diffusion 3 soll jetzt anscheinend die KI sein oder die Bildgenerierung, die er Schrift erzeugen kann. Ob stimmt, weiß ich nicht, ich hab's nicht probieren können. Aber ja, soll halt wieder neue Maßstäbe setzen. Aber momentan hast du nur API-Zugriff. Das heißt, Na, ich kann mir das Model noch richtig. nicht selber überladen. Na, also das wird sicher kommen, aber im Moment noch nicht. Hoffentlich, weil momentan muss man immer noch sagen, das beste Stable Diffusion Model ist immer noch das 1.5. Ist zwar Okay. ist Stable Diffusion 2.0 hat eher durchwachsene Ergebnisse. Und das SDXL 2.0, also das große Stable Diffusion Model, das ist schon okay, ist zwarer, aber vom Geschwindigkeit und Ergebnis her muss ich immer noch sagen, ist das 1.5er immer noch das Beste. Also ich bin einmal gespannt, was mit dem Dreiermodell rauskommt. Gut, wenn sie jetzt sagen, bis zu 8 Milliarden Parameter, das könnte nachher nicht so schlecht werden. Ja, bin ja mal gespannt.
Ich hoffe, dass das Ja. Model bald mal zur Verfügung steht. Ist 1,5er, glaube ich, hat 1,6, 1,7 GB und ist zwar und das XL hat bei die 5. Warte mal ganz kurz eine Frage. Ich habe eh nicht auf Record drücken müssen, oder? Ich hoffe mal nicht. Okay, gut, weil mir ist das Leck gerade aufgefallen. Oh mein Gott, der Alex, Leitl, ihr kennt das, der macht mich fertig. Nein, du hast nichts gesagt, nämlich am Anfang. Also ich habe da eine, zumindest einen Remote-Traktor bei mir drin stehen, also müsste schon passen. Hoffen wir es nochmal. Und sonst haben wir eh Okay. immer noch die Tonspur vom Video als Fallback. Okay, ich Na, drucke druck jetzt, also nichts ich drucke mehr. jetzt nicht mehr auf. Na. Okay. Gut, ich frage gleich. Sagen wir so, Learning by Doing. Na, ich hab da, es hat schon mittlerweile 40 Megabyte Audiospur, also müsst passen. Ah, okay, ja, dann passt. Nein, weil ich weiß nie, ob wir das einmal haben wir es gemacht, Na, einmal es glaube ich macht es nicht und ich automatisch, weiß wenn nie. ich auf Record drücke. Okay, ist Okay. schon gut, ist schon gut. Also du hast auf Record Ich habe gedruckt. definitiv auf Record gedruckt, sonst könnt ihr nämlich die Okay, passt. Sendungsnotizen nicht minutengenau mitschreiben. Okay, passt, sehr gut. So, entschuldige. Ja, jedenfalls bin ich mal gespannt. Ich hoffe, es Ja, steht da mal bald das einmal ist zur richtig. Verfügung. Ich bin mit 1,5 schon. Ja, es. Wird sicher noch ein bisschen Ja. dauern. Also ChatGPT, also ist Modell von OpenAI, das Bildgenerierungsmodell, eben was auch in ChatGPT drin ist, ist Stable Fusion 1,5 in jeder Hinsicht überlegen, sagen wir mal so. Deswegen müssten sie ja mal Du nachbessern. meinst, DALL-E, ja, Mandali, ja, genau. Ja, momentan, ist, ich also meine. es ist 1,5 und 2,0 in jeder Hinsicht überlegen. Ich weiß nicht, Ja, was mit also. InPainting, wie gut das DALL-E InPainting kann. Das heißt, dass du Teile von ein echtes Foto nimmst und Teile auslöscht und dann was Neues rein generieren kannst. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber so generell ist Generieren macht DALL-E besser. Ja, ich habe Midjourney jetzt auch schon länger nicht mehr probiert. Ja, Midjourney hat man immer zu verträumte Fotos gemacht. Zu verträumte Fotos. Ja, extrem weich gezeichnet. Also es ist ein nettes Kindermärchen, wenn man sich daraus Fotos generieren lassen will, aber es ist halt sehr, sehr weich gezeichnet. Es hätte einer extremste Instagram-Filter drüber gelegt. So wie die das sehen bei Midjourney. Ja, das kann, das stimmt natürlich. Gut. Yep. Ja. Soll ich weitermachen oder Was machst haben du wir das noch? nächste? Was sollst denn du noch? Ah, fang gleich du mal du. Du kannst ja jetzt einfach drei Autothemen. Nein, ich mache das so, ich mache jetzt an. Und danach mache ich dann die nächsten zwei und dann du und dann nochmal ich. So, dann müsste es sich ausgehen. Das ist jetzt relativ simpel. Also, Google hat jetzt ein Feature hinzugefügt, zumindest für Android in Google Maps, dass du Textbeschreibungen kriegst, wo du die nächste Ladestation für dein E-Auto findest. Weil die ja teilweise einfach ein bisschen versteckter sein. Und das dann mitunter nicht immer so übereinstimmt, wo es auf der Karte eingezeichnet ist, dass du nur zusätzlich Text, also Infos kriegst, wo die Ladesäule Da hinter von der diesem Anführungszeichen Müllcontainer auf versteckt. der rechten Seite. Ja, zum Beispiel, dass das halt dann heißt, was weiß ich, das ist, du musst da um die Ecke umfahren und da dahinter gegenüber vom bla 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 bla. Und das halt in Kombination. Dein Ladestand und sowas, das halt dann, dass du halt eine optimalere Routenführung bekommst. Ah, okay. Ja gut, das ist gar nicht so blöd, ja. Na, das klingt relativ praktisch. Ja. Cool. Das ist ein sehr, sehr kurzes Thema. Und jetzt das, was vielleicht dann spannender ist. Opel bringt jetzt den neuen Grandland raus mit 700 Kilometer Reichweite. Also neues E-Auto von Opel.
Gibt's dann auch noch, es gibt auch noch ein Hybrid und eine Plug-in-Hybrid-Version. Seit das jetzt alles Stellantis ist, muss man sagen, das hat Opel ganz gut getan. Also ich finde den Innenraum super cool gemacht. Ja, na, das auf alle Fälle. Mal, ich sag da jetzt gar nichts. Also wir haben die älteren Opel-Modelle, also jetzt so also 5, 6 Jahre alter Insignia oder sowas, die find ja, das sind wunderschön, also generell vom Design, vom Innenraum her wunderhübsche Autos. Ich wüsste jetzt nicht, was, ob das mit Stellantis besser werden könnte oder schlechter. Ich finde, sie seien unter, sei es das Land, das sie besitzt, finde ich, gefallen sie mir besser. Mir hat davor das kantige Design auch schon ganz gut gefallen. Wobei ich sagen muss, wie ich den Grandland gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, oh, das ist ein schönes Auto. Ist, vor allem, es ist einmal ein schöner SUV. Sowas sieht man ja recht selten. Es ist halt wieder nur ein SUV, schon wieder. Ja, das, ich mein Gott, das ist ein anderes Thema, braucht man nicht reden, Aber der wirkt, aber. erstens einmal wirkt er schön. Mir gefallen die Linien, die Kanten. Also es ist eine schöne Kombination aus geschwungenen Linien und Kanten. Und das Raumkonzept ist nicht so schlecht. Also der hat jetzt auch nicht wenig Platz. Also er hat zumindest einen für die Größe des Autos sinnvoll nutzbaren Innenraum. Das hast du ja bei den ganzen SUVs oder bei den SUVs eigentlich sehr, sehr selten, weil der innen alles mit Luft verbaut ist. Zuerst Karosserie, dann Luft und dann ein Plastik drauf. Also der wirkt recht sinnvoll. Ich habe da andere Fotos irgendwo gesehen noch, aber wo waren denn? Der letzte Woche noch. Ja, ist egal. Ich habe noch einen zweiten Link, da glaube ich, sind mehr Fotos drin. Wobei halt. Ach so, dann kann es sein, dass ich das auch bei Golem gelesen habe, vielleicht. War das da? Na, irgendwo habe ich noch Fotos vom Innenraum gesehen, aber das ist ja wurscht. Nur. Das wird halt schon wieder so ein Auto sein mit einem, wenn du den 98 Kilowattstunden Akku haben willst, bist du bei dem definitiv so in der Preisklasse sowas bei 55.000, 60.000 Euro. Also Das glaube ich, bist ganz leicht, ja. wieder einmal so quasi E-Autos nur für Gutverdiener. Ich meine, dass der nicht um 35.000 kriegst, das ist klar. Also, das würde ich jetzt auch unterschreiben. Ja, dann verstehe ich nicht ganz, auf was Stellantis außen will, weil der Markt der Gutverdienenden, der wird zunehmend kleiner. Also der Markt jener, die sich so ein Auto leisten können, wird kleiner. Und im Ernst, wenn ich da jetzt ein Audi stehen habe um 60.000 Euro oder ein Opel Grandland um 60.000 Euro, dann nehme Naja, ich du ein bist halt Audi. mittlerweile, die Realität ist halt mittlerweile andere. Der Audi kostet 120.000 als Elektroauto. Na, da Q, was Q3, Q4, der kostet 60. Audi Das glaube Q4 ich. e-tron. Ja, glaub's mal, ich weiß es, ich habe mich da informiert. Ja, der Unterschied ist halt der, du musst jetzt eins bedenken, der ist halt leer. Wie leer? Der Audi Q4 e-tron ist, wenn du den um 60.000 in der Liste kaufen würdest, hast du grad und grad das Lenkradl drin. Ah, ist ein Blödsinn. Ja, ich will jetzt nicht Audi verteidigen, aber warte mal. Naja, ich glaube, Audi brauchst du ja nicht verteidigen, aber da ist definitiv nichts drinnen. Also der Q6 fängt bei 65.000 Euro an. Der Der Q6, das ist der Q6. große, gell? Und der Q4 e-tron fängt bei 49.000 Euro, bei 53.000 Euro an. Gut, dann wird wahrscheinlich der Opel Grandland billiger werden. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Weil das geht dann fast nicht. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wie du den jetzt ausstatten musst. Ich meine, man müsste jetzt komplett miteinander vergleichen. Ich persönlich brauche nichts. Ich will ein Apple. Naja, Wie heißt zahlst bei Audi fix extra. Apple Car, Car Apple. Naja, bin ich bei dir, aber das zahlst bei Audi fix extra.
Also da, Glaubst dass du was gratis bei denen kriegst, das gibt's nicht. Ja, gratis ist ja nichts. Du zahlst ja wohl 53 Dollar dafür. Eh, aber da ist das ziemlich sicher nicht drin. Schau mal, ihr habt da jetzt die minimalste, also ist Einstiegsmodell, vollständige technische Daten. Technische Daten, okay. Exterieur, Interieur, Ausstattung. Aha, da wollen sie da gleich natürlich einen Kredit verkaufen. Serienausstattung. Ja, das ist normal. Ja, das ist Infotainment. okay, das ist der Klassiker. Ambient Lichtpaket, Dekoranlagen, bla 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 Okay, bla bla zumindest eine bla. Serienausstattung wird Apple nicht erwähnt. Also Klimaerwärmung, also Klimaautomatik kostet schon einmal. Was? Ja, Ja, die kostet. die was? Ja, aber die vier Zonen Klimaautomatik, oder? Warte mal, na, da steht Klimatisierungspaket. Ja, ohne Die drei, Klimaanlage wird das sicher nicht na, ausgeliefert. aber die drei Zonen Komfort, Klimaautomatik, bla bla bla. Ja, die brauche kein Mensch. Das heißt, du hast da nicht einmal, dann hast du noch wahrscheinlich einen Drehregler drin. Das ist ja egal, aber das ist Na, mir ich will ja wurscht. keinen Drehregler. Auf der Rückbank, die können von mir aus schwitzen. Ich will es kühl haben beim Fahren. Warte mal, da habe ich jetzt was gefunden. Eventuell. Ich finde. Also dieses MMI Navigation Pro lassen Sie sich extra bezahlen. Smartphone-Paket. Da ist es nicht drinnen. Das, da ist es auch nicht Na, da drinnen. habe ich gerade geschaut. Aber es Wireless Charging-Paket. Also wenn Key Charging haben will, kostet da extra. Naja, Ja, das kostet 1142 Euro. naja, da bin ich mal gespannt, was da Grandland gibt es von Opel schon was. Wann kommt denn der Grandland wieder Na, raus? sie haben noch keinen Preis, was eh schade ist, weil mich das sogar interessieren, was er kosten wird. Ich meine, was man natürlich schauen könnte, weil es ist ja eigentlich, Peugeot ist ja das gleiche eigentlich. Weil es gibt ja ein E5008 von Peugeot und das ist ja quasi das gleiche Auto. E5000? Ah, ja, stimmt. Das ist genau das gleiche Auto. Ja, das ist ein Siebensitzer. Ach so, der ist größer. Ja, das, man, na, das müsste genau die Plattform sein. Okay. Man, wenn sie, warte mal, den haben sie, Da neuer, gibt es ja auch noch nichts. na, den haben sie auch noch keinen Preis erkennen. Ah, wohl da, warte mal. Bald verfügbar. Der hat weniger Reichweite, steht da. Warum weiß ich zwar nicht. Schwerer und einen kleinen Akku. Vermutlich, ja, dass sie denn so. Aber es steht da kein Na. Preis. Also, aber so wäre so in die Richtung. Ja. Also. Ja, bin auch mal gespannt. Es tut sich jetzt zumindest einmal was. Da tut sich in letzter Zeit sogar viel, ja. gut, so. Und Oh, hier dann mal, oder? das, ja, das andere behalte ich mir noch auf. Das ist ja dein Lieblingsthema dann. Microsoft Ja. hätte gern Das. Bethesda mal ein neues Fallout aus und wirft. Ja gut, das kann Bethesda immer machen. Sie versprechen eh immer alles und halten tun sie Also nichts. den Stand, dass es jetzt eine Fallout-Serie auf Amazon gibt. Aber gleichzeitig nicht ein neuer Titel veröffentlicht wird, das muss man erst einmal schaffen. Ist das Bethesda nicht schon immer wurscht gewesen? Ich weiß es nicht. Vielleicht war Bethesda ja ein bisschen überrascht, dass eine Formula-Serie mit ihrer Spielereihe auserkommt. Vielleicht war ja keiner wirklich involviert in die Entwicklung und Abwicklung Ich und Dreharbeiten und zur Verfügung stellen von Informationen. Aber ehrlich gesagt, Bethesda schaut ja wohl aufs Geschäft, oder? Die wollen ja Geld machen. Bethesda geht es nicht um gute Spiele, denen geht es ums Geld.
Ich meine, sie haben gute Spiele gemacht, also das muss man sie nicht lassen, aber sie haben halt dann irgendwann angefangen, definitiv Ja, nach abzubauen. Fallout 3 haben sie angefangen abzubauen. Ja, es ist vor allem das, es wird halt immer bei den Neuen, wird halt immer super viel versprochen und halt nichts gehalten. Ja, es werden jetzt eh schon ein bisschen Rufe laut. Obsidian gehört ja auch zu Microsoft mittlerweile. Obsidian war, Genau. hat ja das Fallout New Vegas gemacht, das in meinen Ja. Augen ja immer noch das Großartigste aus der kompletten Reihe ist. Und jetzt werden ein bisschen die Dings laut, dass Bethesda doch halt da diese Marke an Obsidian abstoßen soll, was ja wurscht wäre, weil es ja eh alles innerhalb der großen Mutter Microsoft bleiben Ja, wird. sicher, sicher, sicher. Weil käme es zu so einer Entscheidung, dass Obsidian sich drum kümmert, dann würde ich sagen, yay, dann kennt es neue Spiele, nämlich kennt es wieder Hammer werden, aber das geht halt auch nicht von heute auf morgen. Also dann würden die einen Zuschlag kriegen, dauert es halt auch noch 2, 3 Jahre, bis die was bringen. Ja, die Soldat bei Fallout ist es nicht irgendwann Ausgelutscht? einmal ausgelutscht, weil ich sage, frage mich halt, wie oft willst du da noch was Neues bringen? Naja, das Universum, also die Geschichte ist groß, das Universum ist riesig. Es kommt jetzt demnächst der große Mod Fallout London, also der ja jetzt wieder verschoben worden ist, weil ja Bethesda ihr Next-Gen-Update für Fallout 4 rausgebracht hat. Jetzt haben sie da den Mod Ja. absagen müssen, weil sie nicht gewusst haben, zu welchen Inkompatibilitäten das es führen könnte, nachdem Ja. Bethesda da das Next-Gen-Update rausbringt. Also die Geschichte ist sicher nicht auserzählt. Du kannst das sicher viel mehr machen. Du kannst ein bisschen weniger Action, mehr Rollenspiel, bisschen we mehr Rollenspiel, weniger Action, keine Ahnung. Du kannst das variieren in alle Richtungen. Also solange man nicht so den ganzen Crafting-Scheiß macht wie in Fallout 4, der mir bis zum Ende angekotzt hat und den ich nur einmal gemacht habe, nämlich da, wo man es machen muss, am Anfang einmal, wo man seine Homebase da aufbaut, dann habe ich den Crafting-Modus nie mehr angegriffen. Wenn sie so einen Blödsinn wegschmeißen, dann ist okay. Also du kannst da coole Geschichten erzählen. Ja, du hast alle Möglichkeiten da mit den Charakteren, wobei ich halt sagen muss, Fallout 3, Fallout New Vegas, die haben auch noch einen ziemlich coolen, schwarzen und bizarren Humor gehabt. Das ist im Fallout 4. Fallout 4 ist eher ein bisschen so daherkommen wie, naja, wie soll man sagen, ja, wie so ein Neoliberaler ohne Humor. Ja, also stocksteif würde ich sagen. Von dem her, du hast alle Möglichkeiten. Wenn jemand keine Idee hat oder wenn Bethesda keine Idee hat, was für eine coole Geschichte man da rundum als Grundlage hernehmen kann, dann sollen sie mich anrufen. Ich schreibe denen gern was zusammen. Also, du hast da absolut alle Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass es ausgelutscht ist. Ich kann da garantieren, sie machen es Ja. nicht, dass sie die anrufen. Genau. Ich sage so, ich weiß nicht, ich bin eher davon, ja, also ich sage so, Bethesda soll es nicht machen, Ben. Na, ich würde ja hoffen, dass es Obsidian oder sowas macht, weil was eh gerade gut passt, ich spiele jetzt gerade nochmal Outer Worlds. Das ist auch von Obsidian und das ist einfach eine Wohltat als Action-Rollenspiel, weil es einfach so abgefahrener Humor ist und so abwechslungsreich, dass ja, dass es einen extremen Spaß macht. Also ich glaube, knapp 25 Stunden mittlerweile drauf. In knapp 3 Wochen, das heißt schon was. Das klingt okay, aber ja, also bei Bethesda, das ist ungefähr das gleiche, wenn Blizzard was ankündigt mittlerweile, Ja, wo ich man auch finde ja denkt, oh mein witzig, Gott. dass Elder Scrolls 6 im Jahr 2018 angekündigt worden ist, also vor 6 Jahren. Ja, ich ja, mein Ja. Gott. Mein Gott, du. Es heißt da immer, Diablo 4 wird jetzt super. Diablo 4? Gibt's? Ist es schon nach außen? Schon lange, oder? Keine Ahnung. Ja, das ist der Echt? neueste Teil.
Ja, Keine Ahnung, ich habe ich nicht habe noch gespielt. Diablo 3 die ganze Sache nicht mehr weiterverfolgt. Das Ja, geht mal so wie das war. mit Matrix. Ach so, ja, gut, das. Nadia, ich meine, bei Blizzard ist generell, ich wüsste nicht, was Blizzard in letzter Zeit rausgebracht hat, was gut war. Diablo 3, glaube ich. Und das, naja, Diablo 3, ja, aber das haben sie ja mit jedem Update und mit jedem Patch haben sie schlimmer Ja, gemacht. aber das erste Diablo 3, also die ursprüngliche Version, was rausgebracht haben. Das war das letzte gute Spiel von Blizzard. Ja, es war, Entschuldigung, Hearthstone war auch gut, sie haben es aber dann auch mit jedem Patch schlimmer Ja, gemacht. gut. Das ist also Talent, das anscheinend nur mal Blizzard hat heutzutage. Ja, und Microsoft mit den Windows-Updates. So. Ja, wo es so gut, jetzt gehe ich weiter. Jetzt kommen wir zu Clemens Lieblingsthema. Clemens weiß wahrscheinlich, um was es geht. Nein, keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Warum geht der Links nicht? Ja, wir reden wieder mal, weil wir gesagt haben, wir verfolgen dieses Auto jetzt, was der Xiaomi SU7 macht. Also es verkauft sich anscheinend wie warme Semmeln. Ich meine, okay, sie haben wahrscheinlich auch nicht die Kapazität jetzt von einem anderen Hersteller. Aber ich habe da jetzt, ich glaube, das Video wie dir geschickt, gell? Da ist jetzt auch ein kompletter Testbericht einmal von jemand drin zu dem Auto dann. Und was soll man sagen? Ja, also es vergleicht sich mit diesen anderen Spitzenmodellen jetzt an, von Mercedes, Porsche etc. macht es ganz einen guten Eindruck. Clemens hat sich ja schon heute übrigens über diese magnetische Leiste aufgeregt im Auto, die man ranklipsen kann. Ja, man kann sich magnetisch eine Leiste ans Auto ranklipsen, Also ans Display, ans damit Display. man physische Knöpfe Buttons hat. hat. Ja. Sei froh, dass das irgendjemand noch macht. Ich meine, ja, ich verstehe, es sollte von Anfang an drauf sein, dass es runtergeben kannst, aber ja, sei froh, dass du immerhin noch kaufen kannst. Da in dem Video wird es eher gezeigt, was man sozusagen da, was es für Module gibt, unter Anführungszeichen. Das ist auch so ein Modul. So links vom Lenkrad, also auf der Fahrerseite, da könntest du dann auch so ein Ding ranklipsen. Ja, nett, ja. Es ist ein offener Standard. Also das heißt, es könnte jeder Dritthersteller was dafür machen. Ah, okay. Ja, gut, klingt schon einmal nicht so schlecht, ja. Ja, das ist, nein, nein, sie seien schon dabei. Ja. Also sie haben schon irgendwas müssen sie sich ja Ja. überlegen. Ja. Nett, ja, aber ich bin halt immer noch so. Also ihr werdet irgendwann in Clemens mit den Oma fahren sehen. Der kriegt in Europa keine Zulassung und na. Warum kriegt der in Europa keine Zulassung? Weil ich es mir nicht vorstellen kann, dass der den Regularien des europäischen Marktes entspricht. Ja, wenn es Tesla geschafft hat. Ja, wie? Ja, ey, es ist ja nicht wie, es ist ja geht ja darum, wie. Na, wenn ihr ein Auto mit mieser Software und schlechter Update-Versorgung haben will, dann bleibe ich lieber beim Original und hol mir einen VW. Da gibt es zumindest die Werkstätten, das Werkstättennetz. sagen wir so, ist eine berechtigte Frage. Ich weiß nicht, wie Xiaomi das wirklich. Ich meine, derzeit gibt es ihn ja nicht außerhalb Ja. von China. Das ist natürlich, das bleibt schon eine spannende Frage, wie will der Hersteller das mit Werkstätten machen, etc. oder welche Kooperation geht der ein? Weil ich kann mir auch schwer vorstellen, dass Xiaomi jetzt in Europa sagen wird, ja klar, da ziehen wir jetzt ein Werkstättennetzwerk hoch. Ja,
Prinzipiell, du brauchst ja jetzt kein Service-Netz. Also, dass du bei der Fachwerkstätte, das hast du mir einmal erklärt, dass man bei der Fachwerkstätte das machen muss, damit die Garantie aufrechterhalten bleibt und was auch immer, das gibt es ja nicht mehr, diesen Zwang. Ja, genau, das, ja, das ist Aber es, wichtig. aber auch wenn du es zur 0815 Werkstatt oder zu einer Werkstatt in deiner Heimatstadt, in deinem Heimatort oder was auch immer bringen, zur Werkstatt deines Vertrauens hinbringen willst, die Genau. keine Markenfachwerkstätte ist, sondern Du musst aber eine Fehler freie auslesen Werkstätte, können. Ja. dann brauchen die auch natürlich das nötige Equipment. Fehler auslesen wird vielleicht noch gehen, zumindest die Schnittstelle ist standardisiert, ja, aber. Da brauchst du die richtige Software, weil die Fehlercodes sind modell- und markenspezifisch. Du brauchst noch die entsprechenden Genau. Ersatzteile, du brauchst Zugriff auf die Ersatzteile. Wo kriegst du die? Und Richtig. das heißt, Richtig, du das. brauchst du in erster Linie mal einen Point of Sale, einen Distributor in Österreich, der dir innerhalb von 2 Tagen oder idealerweise von einem halben Tag. So läuft es ja, wenn du da in der Werkstatt bist und die brauchen ein Ersatzteil, bestellen die das und die kriegen es normalerweise am selben Tag noch geliefert. Also. Das, ich meine, sagen wir mal so, gehen wir mal davon aus, wenn sie es schaffen würden, weil ich glaube, das hat ja Tesla bislang auch nicht geschafft, jedes Ja, Teil Tesla innerhalb wird von ja einem nicht Tag kaputt. kriegst. Die Autos sind ja. Der kippt ab, genau, das ist richtig. das ist vollkommen richtig. Na, aber da muss ich ja sagen, ich mein, wenn sie es zumindest in ein, zwei Tagen schaffen, dass das Teil da ist, okay, dann passt es ja, aber. Ist natürlich eine Frage, die es nur gibt, weil ist halt ein neuer Hersteller. Eben, du brauchst halt nachher das entsprechende Service, also nicht das Servicenetz, du brauchst den Distributor. Idealerweise hast du ein Servicenetz. Die Ja, das ist Fachwerkstatt ein steht Vorteil. in deiner Nähe für den schnellsten Zugriff, wenn es brenzlig wird, keine Ahnung, was auch immer. Aber ja, a long way to go. Und ja. Xiaomi macht Staubsaugerroboter, Kopfhörer und Handys. Gut, das ist ja jetzt mitunter nicht so das Problem. Also, das geht ja alles. Was? Ich meine, klar, du haben halt, du was, ich weiß schon, was du meinst, es fehlt halt das Know-how etwas für so ein Werkstättennetz. Ja. Deshalb, ich meine, es, für mich ist eh nur vorstellbar, dass es tatsächlich über irgendeine Kooperation läuft. Weil was anderes kann ich mir schwer vorstellen. So wie BYD das ja auch mit Denzel macht in Österreich. Ja. Aber wie gesagt, ein E-Auto zu bauen ist keine Herausforderung. Für Xiaomi definitiv nicht, na. War es auch für uns nicht, wenn man uns das nötige Geld in die Hand geben würde. Das ist kein Problem. Ein E-Auto zu bauen, es ist von der Technik her absolut dummdämlich. Du musst da halt quasi alles mit Elektronik und Software erschlagen. Okay, Elektronik kann Xiaomi, Software. Jein. Und drumherum haben sie einen guten Designer irgendwo hergeholt, wahrscheinlich jemanden, der schon woanders gearbeitet hat. So wie das Auto ausschaut, würde man fast sagen, irgendwo bei einem europäischen Autokonzern, da haben sie einen Designer geholt, der das designt, schön gemacht und bla. Aber das Ganze aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, dass das Auto in den nächsten 5 bis 10 Jahren standfest bleibt, ich habe immer noch meine Zweifel. Aber wir reden in 5 Jahren weiter. Das werden wir sehen. Ja, ich mein, jetzt schauen wir mal zuerst, ob das überhaupt überall weltweit verfügbar wäre, das Auto. Ja, Das ist ja. die erste Frage, was geht. Schauen wir mal. Weil im Moment gibt es es nur in China. Und ich will da jetzt nicht auf die chinesischen Hersteller draufkloppen. Ich bin ja sehr angetan von BYD. Ich traue nur Xiaomi nicht zu, dass sie das durchziehen können. Weil wenn Xiaomi das so macht wie mit ihre anderen Elektronikgeräte, dann bringst du nächstes Jahr ein zweites Auto, übernächstes Jahr das dritte Auto, übernächstes Jahr das vierte Auto, während die Vorgängermodelle alle auf einmal aus dem kompletten Update-Prozess und Versorgungsprozess außen fallen. Versuche mal Ersatzteile für Xiaomi Kleingeräte zu kriegen, die älter sind
als 2, 3 Jahre. Ah, du hast keine Chance. Das gibt's nicht. Du musst Ja, wegwerfen, neu kaufen. das ist doch richtig. Ich meine, wenn sie das natürlich beim Auto auch machen würden, wäre das halt relativ schnell damit, wäre die Erfolgsgeschichte halt relativ schnell vorbei. Ist ein Weil Riesenkonzern, der kann sich das leisten. ich meine, leisten können sie sich's, aber sagen wir so. Die können sagen in 3 Jahren, uns interessiert das 2024er Modell nicht mehr. Kauf dein neues oder schau, wie es zum Laufen bringst. Ich meine, sie könnten auch noch etwas machen, sie könnten ein Abo-Modell einführen. Verschrei's nicht. Naja, Auto-Abos gibt es ja schon, das ist ja jetzt per se gar nichts Neues. Aber das könnte natürlich Xiaomi auch machen, dass sie sagen: Ja, du kriegst jetzt ja einen neuen Xiaomi. Ach so, ja, das klingt eh gut. Wobei, da würde ich Ja. noch einen zuschlagen. Halt vom Preis, wo halt sagen muss, was für sie 10.000 Euro im Jahr. Ja, würde ich auch zuschlagen, ja. Das 10.000 Euro ist ja Ja, na, klingt aber also, da ist muss ich da aber jetzt sagen, schwarz zu finanzieren, ist jetzt nicht so leicht, aber. das könnte ich jetzt auch schon machen. 10.000 Euro ist ja. Na, du kannst sogar. Ich nenne da jetzt ein Beispiel. Es gibt einen Hersteller, der heißt Finn.com, also Finn. Den gibt es in Deutschland. Du kannst da jetzt an, was weiß ich, such da jetzt, nimm zum Beispiel, jetzt nimmst du den Nissan Qashqai, ist jetzt wurscht. Kasperi. Der kostet die, ich meine, ist jetzt ein Benziner, aber der wird die jetzt 519 Euro pro Monat kosten für ein Jahr lang. Du musst halt angeben, wie viel du Kilometer fährst. Du hast eine deutsche Nummerntafel, weil das halt eine deutsche Firma ist. Jetzt darfst du nichts sagen. Wieso, was soll ich sagen? Das Schnaufen hat irgendwie macht das Kind was. Na, ich hab jetzt nur geschnauft wegen die Aufpreise für die Ja, gut, ich meine, Kilometer pro Monat, ja. wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel du fährst, aber ich schätze, du wärst mit 1000 Kilometer pro Monat rauskommen. Naja, wir sind mit Urlaub, Wochenend und so weiter, müsste es normal schon gehen. Geht sich nicht aus? 25, 27 mal 2, 27 mal 2 mal Mal 4. 5 sind Ja, du fährst ja nicht 270. fünf. 5 mal die Woche im Durchschnitt Okay. verlieren es. Jetzt rechne ich mal noch, keine Ahnung, 100 Kilometer am 50 Kilometer Ja. Durchschnitt pro Wochenende dazu sind 320 mal 4, 1200, 1000. Ja, aber Na, das gibt schon. na. Ich brauche schon. Ich habe so 15.000 Kilometer als Jahr Laufleistung. Ja, Also notwendiger. dann müsstest du das 1500 Kilometer Paket dazu nehmen. Das waren 79 Euro, was jetzt wurscht ist. Da beim Ko Also, das kannst du der jetzt auch schon. Kona war noch ein 638 Euro der Elektro-Kona, ja. Genau, als Beispiel. Du gibst halt das Auto noch ein Jahr retour. Und muss noch wieder eins nehmen, oder was? Dann nimmst du das nächste, genau. Ist ja voll blöd. Ja, du wärst wahrscheinlich, ich meine, ja, das ist doch so. Okay. Okay, ist ein interessantes Konzept. Ja, gut, Also das. aber 650 Euro pro Monat musst du halt für Auto einmal leisten können. Also, ob es da das. Ja, vor allem, das ist halt so, das sind 650 Euro, da ist zwar die Versicherung und das alles drin, aber natürlich der Strom und das Ganze andere muss halt zahlen. Du musst ja da auch denken, wenn du jetzt sowas machst wie Winterreifen oder sowas. Das ist Wenn du das. drauf. Winterreifen sind dabei? Also das ist, entweder hat dein Auto Ja, ganz nicht ganz Jahresreifen, aber du Jahresreifen kannst. brauchst du in Österreich mitfahren. Dann kannst du gleich mit Slicks fahren. Ja, du kannst schon, weil das kannst du angeben, dass du Winterreifen brauchst. Dann ist das auch machbar, dass der Wechsel drin ist. Also das steht Aha, da irgendwo sogar. okay, ja. Also du siehst eh da, Reifen ist erledigt, Wartung und Verschleiß, Hauptuntersuchung. Ich meine, ich weiß es nicht, wahrscheinlich kannst du es halt länger als ein Jahr haben, aber ich glaube, so der
Die Regellaufzeit ist da ein Jahr, glaube ich. Ja, es klingt vom. Wie finanzieren die sich dann bitte? Firmenkunden. Firmenkunden ist gefördert, du hast sofort eine Ausgabe, zum Beispiel, wenn du als Mitarbeiter ein Auto kriegst, weißt du, du zahlst ja fast nichts dafür nachher und das ist halt so quasi ein Goodie. Für Firmen ist das ja wurscht. Stimmt, weil die setzen das glaubt, die müssen das nicht auf mehrere Ja, Jahre genau. auf mehrere Jahre abschreiben, sondern es ist eine Vor allem, es wiederkehrende geht, monatliche Ausgabe. genau, es geht nie in seinen Besitz Geht nie in über. Besitz über. Das ist super. Ah ja, Also stimmt, ja. als Firma, als für einen Mitarbeiter kannst du das so machen, ne? Okay, cool. Brauchst du zufällig einen Angestellten? Na, du kannst dir das bei deiner Firma eintragen. Ja. Du kannst dir das einmal hinterlegen. Ja, cool, okay, das klingt interessant. Ja, dann lassen wir das einmal mit einem Xiaomi und da reden wir einfach in den nächsten Folgen wieder drüber, über das Auto. Gut, dann habe ich schlechte Nachrichten. Nämlich unser allseits Ja. beliebte alternative Twitter Alternative, alternative Twitter, unsere Twitter-Alternative, die deutsche Twitter-Alternative, nämlich Mastodon, wird jetzt voraussichtlich in die USA umziehen mit ihrem Sitz und dort eine Non-Profit-Organisation gründen. Denn Ja. das deutsche Finanzamt hat den Mastodon in oder der Mastodon die Gemeinnützigkeit aberkannt, wodurch die jetzt quasi dazu verdonnert werden, ordentlich Steuern zu zahlen. Ja. Man spricht davon, dass sie ungefähr 20.000 Euro pro Monat verdienen, von 9.000 Unterstützern pro Monat. Das heißt, Ja. pro Unterstützer kannst du theoretisch umrechnen, kriegst du ungefähr 2,50 € pro Monat. Ja. Mit den knapp 20.000 Euro finanzieren sie die Server und alles drum und dran. Aber das reicht dem deutschen Finanzamt eben nicht und sie erkennen da keine Gemeinnützigkeit und dadurch wird der Status aberkannt und ja, Mastodon muss jetzt quasi in die USA fliehen und wenn man schon gleich in den USA eine gemeinnützige Organisation gründet, macht man das gleich mit einem großen Namen, nämlich der Biz Stone, der Mitbegründer von Twitter, steigt dann als Vorstand mit ein. Was Mastodon jetzt vielleicht wieder ein bisschen Aufwind geben könnte, weil in den, ja, weil sie doch mit, wie heißt das bei Instagram? Threads und Blue Sky doch ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Sagen wir so. Ja, Threads ist sicher, ist wahrscheinlich im Moment, glaube ich, die populärste Plattform. Also was so, was, ja, wo sich halt sowas tut. Mastodon hat halt als der Elon Musk Twitter übernommen hat, ziemlich einen Ansturm erlebt. Aber das ist dann halt auch nachher abgeflaut, wie nachher eben Blue Sky da herkommen ist. Dann haben seine einzelnen Instanzen von Mastodon haben dann auch wieder zugemacht, weil sie eben den Ansturm nicht gewachsen waren, was halt nachher bei den Nutzern noch mehr, ja, nicht, zumindest nicht gut ankommen ist, weil wenn du dich bei einer Instanz anmeldest und über diese Instanz ist Mastodon-Netzwerk nutzen willst, dann hoffst du ja eigentlich drauf, dass du nicht in einem Monat wieder umziehen musst und deine kompletten Nutzerdaten Ja. wieder mitziehen musst. Das willst du ja nicht. Das ist zwar der große Vorteil von dem dezentralen Ansatz da, aber ja, das Wachsen und Sterben von Instanzen ist halt da auch ein bisschen ein Problem. Ich hab's selber, bin selber auch einer Instanz zum Opfer gefallen, die dann abgedraht hat und dann bin ich noch ein einziges Mal umgezogen und dann habe ich meinen Account dann irgendwann wieder zurückgebracht, weil auf der Instanz, wo ich dann war, war die Stimmung doch eher sehr, wie soll man sagen, ja,
Man war vielleicht politisch generell im Umgangston ein bisschen zu korrekt, also Humor befreit, sagen wir so. Sehr Humor. Also ich sage jetzt nicht, dass Political Correctness schlecht ist, aber das war extremst humorbefreit, sagen wir so. Da Ich habe keine Ahnung. Ich kenn diese Instanz nicht, wo du warst. gibt es eh, glaube ich, auch nicht mehr. Also ja, ist egal. Ja, ich habe dem ganzen Blödsinn sowieso den Rücken gekehrt, aber ich bin nochmal gespannt, wie das jetzt mit Mastodon weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich bin fast, ich meine, ich muss auf Mastodon sagen, bin ich auch fast nicht mehr. Ich bin eigentlich nur noch auf, wenn, verwende ich nur noch Threads. Das glaube ich. Ja. Ich krieg von dir hauptsächlich Links zu Threads, also von dem her. Ja, wenn ist es das, also was anders. Es ist vor allem, ich weiß nicht, es ist irgendwie angenehmer, es läuft da irgendwie flüssiger. Ja, das war ja eines der großen Probleme bei Mastodon. Also, das ist wirklich auch abhängig von der jeweiligen Performance der jeweiligen Instanz war, wie gut das es performt und wie gut das es funktioniert. Kommt wieder ein neuer Benutzeransturm, hat die Timeline gar nicht mehr geladen oder extremst Das verzögert. ist Und richtig, ja. sagen wir halt da so, durch das ganze Dezentrale und durch die vielen unterschiedlichen Instanzen und dadurch, dass die Instanzen jeweils unterschiedliche Feature-Sets anbieten können. Du kannst zum Beispiel nicht überall direkt Nachrichten schreiben und so eine Sachen bei Mastodon. Also jede Instanz kann ja selber separat steuern, was will sie an Funktionen zur Verfügung stellen, was nicht. Ist die ganze Sache halt extrem kompliziert und du kannst möglicherweise an Menschen, der auf irgendeiner anderen Instanz ist, nicht mit dem nicht so kommunizieren wie mit an Menschen, der auf deiner Instanz ist und so weiter und so fort. Es ist dezentral ist cool, aber die unten, ja, entweder stellt man dasselbe Feature-Set überall zur Verfügung oder man macht es einfach nicht. Das ist alles sehr mühsam. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, aber Software-Updates müssen auch immer gemacht werden auf den Instanzen. Das heißt, eine Instanz kann auch mal kurzfristig einmal ausfallen. Ist eine Instanz vielleicht gar nicht auf dem neuesten Software-Paket von Mastodon, also vom eigentlichen Server, dann fallen da wieder Funktionen. Ja, schwierig. Schwieriges Thema. Ich weiß es nicht. Gut. 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 Ja, Gut. gut, dann gehen wir zum letzten Ding. Also, es gibt wieder mal neue Durchbrüche bei der Akkuforschung. Also, Natriumbatterie lädt in Sekunden. Ist halt auch anderes Material drin. Mischung aus Akku und Superkondensator. Das ist im südkoreanischen Forschungsinstitut KAIST entwickelt worden, wo da ein paar Nachteile reduziert worden sein. Es ist dadurch mehr Kapazität und mehr Leistung möglich. Und ja, es wird eine neue Akkutechnologie ermöglichen. Und dann noch was anderes von BYD. Die haben auf einen Lithium-Eisenphosphat-Akku gesetzt, der noch an Das ist also, der hat 190 Wattstunden pro Kilogramm Leistung. Die stecken eh so ziemlich in, die stecken in brutal viele Elektroautos drin, diese BYD-Akkus. Also, das heißt, hätte den Vorteil, du kannst kleinere Akkus einbauen, die aber gleichzeitig mehr Energie speichern können. Kleinere Akkus bedeutet leichtere Autos. Leichtere Autos bedeutet weniger Richtig, es notwendige ist, das verstärkt sich Akkuleistung. halt. Ja. Richtig, und es wird halt da günstiger Oder du dadurch, lässt die Autos regelvoll. also du lässt die Akkus so groß wie sie jetzt sind. Dafür hast du mehr Reichweite und so weiter und so fort. Ja, es ist. Ja. Gibt es eigentlich echt fast jede Woche mittlerweile News von den Akkus? Ich bin einmal gespannt, wann diese coolen super duper Power Akkus Auf die dann wirklich Straße auf die kämen. Straße kommen, ja. Die Frage ist, wir reden ja jetzt schon, ich meine,
die Akkus, die jetzt in E-Autos drin sind, sind ja eh schon wahnsinnig gut. Ja, sicher. Also da ist ja jetzt nichts, also das ist ja ist schon quasi, das, also das ist Jammern auf hohem Niveau, sagen wir Ja, so. na eh, darf man eh nichts sagen, aber Ja, eh. die einzige große Problematik, was wir halt jetzt haben, dass die Akkus immer noch den exorbitanten Teil des Kaufpreises eines Autos ausmachen. Natürlich, ich meine, es Jetzt ist halt das, sollte man es. vielleicht weniger forschen, dass die Akkus leichter werden und oder dass die Akkus mehr Energie speichern können. Jetzt sollte man es vielleicht einmal dahingehend forschen, dass man diese Akkus möglichst günstig produzieren kann. Ja, das ist, geht über die Masse und ich meine, Problem ist, das haben wir am Anfang gehabt, wieder halt einmal ein SUV. Das Problem ist halt auch diese extremen Kisten, was wir halt da haben, Ja, überall. na, das eh, das stimmt Ja. ja wohl. Muss ja eh nicht sein. Aber solange der Preis eines Autoakkus ungefähr ein Drittel von einem Auto ausmachen, Das find ich eigentlich noch zach. wird bei einem E-Auto lang so sein. Ich meine, du musst ja sagen, bei einem normalen Auto war halt der Motor das teuerste. Ja. Das war Ja. ja, man muss ja auch denken, das ist ja auch nicht billiger geworden. Ja, stimmt schon, ja. Also, so gesehen, ich meine, klar, das ist natürlich die teuerste Komponente beim E-Auto. Aber ja, was will ich machen? Ich meine, Problem ist halt, es werden halt Riesenkisten gebaut, die halt im Endeffekt eh keiner braucht. Und ja, die brauchen dann wieder viel Akku etc. Und das macht es natürlich auch wieder teuer. Ja. Weil, sagen wir mal so, wer braucht realistischer SUV? Keiner. Ja gut, die Diskussion haben wir eh schon des Öfteren geführt, also. Ja, also man, weil das ist ja nicht einmal ein Geländewagen in dem Sinn, wo jetzt sogar ein Förster Ja, brauchst. versuchen wir mal. Also, oder was weiß ich, aber das ist ja eher das Ding, dass das ja eigentlich ein reines, das ist eigentlich aus Komfortgründe entstanden oder was Ja, weiß die ich hohe was. Sitzposition. Ja, die hohe Sitzposition vereint mit dem subjektiven Gefühl von Ja. Sicherheit. Oder so in die Richtung. Und dass es halt dann echt nur sportlich ist. Wo sagst du, ja, wie soll man das ungefähr gleich, wenn du sagst, ein LKW soll Ja, sportlich sein? genau. Was ist an einem 2000 Kilo Auto sportlich, bitte? Vor allem nebenbei im Straßenverkehr, wo du eh ganz klare Tempolimits hast. Ja, in Österreich. In Österreich. Ja, eh. Ich meine, du hast in Deutschland da in der Stadt, darfst du auch nicht mehr als Na, eh, 50 km/h stimmt. fahren. Also das meine ich damit. Das ist ja, weil es ist ja dann wurscht, mit was du im Stau stehst. Ja, das stimmt allerdings. Also ob du jetzt mit deinem SUV Panzer im Stau stehst oder mit deinem Porsche oder mit deinem Fiat oder mit deinem 30 Jahre alten, was weiß ich was, Lada, ja, pfuh. Stimmt, ja. Meine, okay, vielleicht wird dein Lada leicht heiß, weil keine Klimaanlage hast im Sommer. Das kann sein, ja. Aber sonst bleibt ja alles gleich. Gut, dann haben wir die Technik-News einmal abgefrühstückt. Ja, schaffen wir heute einmal unter 3 Stunden. Nicht schlecht. Ja, das kennt man vielleicht heute. Mein Wort noch. Wort noch. Gut, ein slowenisches Startup hat etwas vorgestellt, was ich mir wahrscheinlich wirklich auch kaufen würde, wenn es dann auf dem Wenn. Markt verfügbar ist. Und dann stelle ich mir das auf die Terrasse und Was gibt denn jetzt? schieß dann alle Katzen ab, die Terrasse besuchen und drauf pinkeln und ihr Gebiet markieren. Nämlich, ein slowenisches Startup stellt eine Sicherheitskamera vor, das Paintballs verschießen kann. Ja, ich glaube, das wird keine Marktzulassung kriegen. Weil? Du kannst nicht einfach auf irgendwen mit Paintball Ich schieße nicht schießen, auf das ist irgendjemanden, verboten. sondern auf Katzen.
Du kannst ja nicht auf Katzen mit Paintball Warum schießen. nicht? Das ist verboten. Wieso? Das ist Tierschutz. Wieso? Da kann's passiert ja nichts. Sie kriegt eine schöne Farbe, aber das sonst passiert ja nichts. Naja, ich glaube, das verursacht schon Schmerzen. Ah, Katzen sind hart im Nehmen. Na, Und na, haben ich glaube, neuen das. Leben. Ja, da ist dann eins weniger. Ja. Also, das wird sich nicht ganz Wohl, ausgehen. wohl, es geht sich leicht aus. Also, das ist auch wieder irgend sowas, was einer so in seiner Fantasie auf Kickstarter dann gestellt Ja. hat. Also, ich glaube nicht, dass das legal ist. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Es gibt ein Kickstarter dazu. Ich meine, in Amerika, okay, da wird es vielleicht anders ausschauen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du sowas legal jetzt in Österreich betreiben könntest. Ach, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Leider ist der Einstiegspreis halt ein bisschen. Also die Early Bird Variante kostet 1190 Euro. Das ist halt ein bisschen viel. Also da bin ich, glaube ich, günstiger unterwegs, wenn ich mir einfach eine Waffe kaufe. Was hast du gegen Katzen? Nix, aber die markieren die ganze Zeit bei uns die Terrasse und das stinkt so erbärmlich, wenn die Sonne drauf scheint. Ja, nein, was weiß ich, leg halt irgendwas, was weiß ich, Giftfallen aus, oder? wär's wohl. Oh, nein, das tue ich Na, lieber eh nicht, nicht. Ich will es ja verscheiden, ich will einfach nicht, dass die herkommen. Es da sind ja nicht meine Katzen. kannst du nicht irgendwas machen, dass die den Geruch nicht mögen und da nicht Das funktioniert hingehen. nicht. Hast du Habe ich probiert? probiert. Ihr könnt ein Tierabwehrspray verwenden. Ich meine, du könntest einmal, was könntest du denn da machen? Ich weiß nicht, wen kennen die Katzen überhaupt? Nachbarn. Katzen aus der Nachbarschaft. Du könntest einmal deinen Nachbarn einen Brief schreiben und sagen, du ersuchst, dass diese Katze nicht mehr dein Grundstück betritt. Es wird schwierig bei Freilaufenden, bei Freigängern. Ja, sagst du, die müssen in Zukunft einen Tagespass lösen, wenn sie auf deine Terrasse Na, das wollen. ist eben, das ist ja genau das Problem. Du kannst das bei Katzen, die kommen halt und sie riechen wahrscheinlich noch, dass bei uns mal Katzen gegeben hat. Gott hab sie selig. Und Was ist mit deinen Katzen passiert? ja, einer war, also der Kater war sehr altersschwach. Okay, ja gut, das kann passieren. Da haben wir einfach zum Tierarzt müssen und sagen müssen, jetzt die finale Abschlussdosis, weil der Kater hat nur noch vor sich hin vegetiert, also schöner, kurzer, schmerzloser Tod. Und unser Kätzchen, also die Katze, ist im Herbst Opfer eines Autos geworden. Eieieiei. War nicht so, war kein angenehmer Anblick, sagen wir so. Na, das glaube ich, Ja. ja. Das heißt, also du hast jetzt keine Ja, keine Katzen mehr. Katzen mehr, aber trotzdem noch die markierenden Katzen der Nachbarschaft auf unserer Terrasse. Ja, gut, Mann. Sie wird sich vielleicht da irgendwann legen. Oder ich werde die Katzen erlegen, ganz einfach. Na, das tust du nicht. Du magst Katzen wahrscheinlich, Das oder tust bist du ein Katzenfreund? Nein, ich bin eigentlich kein Ka ich bin, ich finde Katzen okay, ich möchte aber selber keine haben, weil die krallen mich immer so. Ich mag diese Krallen einfach nicht von denen. Ich finde Katzen sind Bin eine mehr, Arschlöcher. ich bin mehr Hund, also ich bin, ich, Hunde sein, käme ich besser klar damit als mit Finde ja, Katzen. Ich meine, es müssen aber brave, gut erzogene Hunde sein. also das ist mein, aber mit Katzen, ich meine, sie sind okay, sie stören mich nicht, also ist mir wurscht. Na, mich stören sie auch nicht, solange Aber es nicht meine sind. Weil, wohl, die stören ja die Katzen von den Nachbarn. ja. Ja. Wenn ich irgendwo bin und diese Person hat Katzen, dann habe ich kein Problem damit. Wenn Fremdkatzen aus dem Ausland auf meiner Terrasse markieren, dann müssen sie abgeschoben werden. Also, wir halten fest, der Clemens hat keiner Katze was getan, Na, der Clemens tut keiner na, Katze na, was. na, 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 das würde ich nie Der machen. Clemens kauft der, Ka
Der Clemens kauft der Kassa Security Cam, weil er zu geizig dafür ist. Das ist wirklich der einzige Grund, eben, dass ich mir keine Security Cam und 1000 Euro leisten kann. Und weil es verboten ist. Es ist nicht verboten. Es ist Es ist nicht verboten. verboten. Du kannst nicht mit Paintballs auf Katzen schießen. Ich kann schon. Ja, können, aber du darfst Wo kein nicht. Kläger, da kein Richter. Ja, ich klag dich doch. Weil es ist relativ leicht. Ich werde die markierte Katze irgendwo sehen. Vor allem Bitte der. in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr so eine perfekte Lösung zur Tierabwehr auch einsetzen würdet. Dankeschön. Ja, kennst du für einen Clemens eine Alternative drunter schreiben? Ja. Dass er irgendwas hätte, was das ein bisschen einfacher machen würde. Aber bitte nichts, was mit einem Nein, Waffenbezugsschein oder Waffenschein zu tun hat, weil ich möchte auch hab ich nicht, nicht. genau, das wär blockiert. Habe ich nicht. Nein, ich habe keinen Waffenschein. Also bin keine Waffentragbefähigung oder keine Ahnung, wie das heißt. Ja, und das tut man auch Nein. nicht, das macht man nicht. Also, Luftdruckgewehr das. kann ich verwenden. Also wenn das als Ja, Vorschlag kriegt. das verwende ich auch nicht. Okay. Man kann die Also, du musst Schweizer da. Kocher nachwerfen, der Kotz oder sowas. Der Das ist auch ist auch verboten. verboten. Du darfst keine Schweizer Kracher mehr Darf man besitzen. nicht besitzen? Na, die sind verboten mittlerweile. Seit wann? Die Samst, die kannst du nachschauen, die haben sie in Österreich verboten. Ja, was ist das, was da immer zu Silvester laut. Ja, nein, aber du darfst eigentlich nicht mehr besitzen. Wie heißt denn das? Heißt das wirklich Schweizer Kracher, oder? Es kann sein, ja, ich weiß es nicht. Oder Schweizer heißt das? Kracher. Das ist, also was ich weiß, haben sie die verboten. Wie heißt das? Nennt man das Böller? Na, Böller sind die großen Wurzel, oder? Ich mit dem Zeiger auskennen. So, ich mir auch nicht. Und ich wohne im Mölltal. Also, da hat jeder Schweizer mindestens Krach. 2 Kilo Sprengstoff im Keller und am Bagger. Am Bagger. Warum am Bagger? Ja, wer was auf sich haltet, hat am Also Bagger. da steht, warte einmal, ich habe das läuft die Schnelle. Grundsätzlich verboten ist die Verwendung von Silvesterknall, Feuerwerkskörpern der Kategorie F2, zum Beispiel Schweizer Kracher, Knallfrösche. Warte mal. Seit 4. Juli 2013 dürfen Schweizer Kracher Piraten, die einen Blitzknallsatz enthalten, nicht mehr verkauft werden. Seit dem 4. Jänner 2016 sind auch der Besitz und die Verwendung dieser Schweizer Kracher strafbar. Okay. Weiterhin erlaubt sind Schweizer Kracher, die als Knallsatz nur Schwarzpulver enthalten, aber auch das Zünden dieses Schweizer Krachers im Ortsgebiet Ja, und das ist innerhalb normal, ja. oder unmittelbarer Nähe von großen Menschen, also einer Kirchenkranken, also bestimmt anderer verboten und strafbar. Also Das ist, ja. eigentlich kannst du sagen, es ist verboten. Okay, dann hätte ich gerne die ganz kleinen, die was so klein waren, die man auch in den Fingern hat halten können, wenn es explodiert Na, sind. das macht Das man kann ich auch nicht. einer Katze nachwerfen, weil es tut Oh. nichts. Was habt ihr im Mölltal alles gemacht, bitte? Da gar nichts. Warum haltet was so klar? Das ist ja komplett beheimat. Warum sollte man den in der Hand Ich haben? habe sowas nie getan, aber ich kenne halt Menschen, die das getan haben, die kleinen Ja, gut, die Kracher. kennst du jetzt mittlerweile aus, weil die haben da so einen Haken auf einer Hand, oder? Ja. Und fragen dann immer, ob man sein Essen schneiden kann. Oh. Ja. Ja, also nett. Ja, nett. Also, Clemens hat keine guten Tipps jetzt für Okay, uns, dann muss ich bitte in den zugeben. Kommentaren andere Möglichkeiten, wie ich Katzen davon abhalten kann, uns an unserer Terrasse zu markieren, weil es stinkt wirklich erbärmlich, die Katzenmarkierungen. Das stinkt einfach. Bitte Vorschläge, andere Vorschläge. Tierfreundliche Vorschläge. Also Vorschläge, die keiner Katze was zuleide tun. Ja, Die das keiner wäre nett. Katze offensichtlich was zuleide tun. Ja, das wäre nett von dir. Danke, okay. Passt. So. Nachher kommen wir jetzt zum Logitech AI Prompt Builder.
Also Logitech hat jetzt was vor, und zwar sie möchten bei einer Maus, ich glaube, sie die M750 Maus hat jetzt einen dedizierten AI-Button. Und damit kannst du in der Logitech Options App oder in den Tool halt, kannst du dann so quasi KI-Prompts zusammenbauen und die werden dann ausgeführt. Also du könntest zum Beispiel sagen, du hast da einen Text und du sagst jetzt, ja, was weiß ich, fass mal denn die Taste drück. Also du kannst dir einfach selber für einen Befehl, den du relativ häufig brauchst, sowas bauen. Also das heißt, du kannst ja da ChatGPT verbinden und sowas, wie das in Anschein macht. Aber wie das dann genau funktioniert, gute Frage. Es wirkt für mich irgendwie gezwungen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Es ist für mich ein bisschen so eine Mischung aus gezwungen und komplettes Overengineering. Ja, weil jetzt sage ich ganz ehrlich, wenn ich mal irgendwas für ChatGPT, wenn ich einen coolen Prompt habe, kann ich mir den auch in der Notizen-App abspeichern. Also ich weiß nicht wirklich, ob alles einen AI-Button braucht im Leben. Da kommt noch viel, Ja, ich viel weiß, mehr. es kriegt alles. Also Windows schreibt ja eh schon vor, dass du bei Laptops einen AI-Button draufhauen musst oder Microsoft. Also ich meine, obwohl ich es da ja nur eher verstehen kann. Ja, für den Copilot halt. Ich habe halt beim Ja, Starten von Skype gesehen, dass da jetzt auch der Copilot drinnen ist. der Copilot ist da drin, ja. Ja. Wenn du willst, ist der da drin, ja. Hast du ihn benutzt schon? Ja, selbstverständlich nicht. Hast du mit ihm anregende Gespräche geführt? Na, na. Und vor allem hat Microsoft etwas definitiv verpasst, dass der Clippy das offizielle Symbol wieder von diesem Copilot wird. Das stimmt, ja, das hätten sie machen sollen. Das war ein guter Stunt gewesen. Das hätte mir besser gefallen. Weil da hätten sie dann so ein lustiges animiertes Video machen können, Guess Who's Back. Aber was ich da jetzt gerade sehe, ist. Das kann sogar sein, dass es nicht nur. Wie heißt das? Logitech Options. Logitech Prompt Options Builder. Plus Software. Also, ja, ich meine, die kennst du wahrscheinlich, wenn du eine Logitech-Maus Na, hast. ich hab nur die normale Logitech. Wie hast du denn Logi? Ah, ihr war die Logi. Stimmt, ihr war Logi Ich hab die Options. Logitech G-Hub. Über Gaming-Maus. Ich hab die MX Master. Weil das könnte nachher sogar möglich sein, dass das bereits mit deiner Maus funktioniert. Du nicht einmal eine neue kaufen musst, was ich da jetzt gerade gesehen habe. Ja, das durchaus. Ja, Also, dann probier mal den es. Spaß. Warte Nicht mal, jetzt, nicht jetzt während der Logi. Aufnahme. Warum nicht? Nein! Was soll denn passieren? Ja. Ja, na, was soll denn wirklich Ja, passieren? Logitech-Software wird passieren. Die funktioniert immer super. Boah. Ich verwende mal Ja. Razer-Software, dann war es was Ja, Schlechtes. Razer macht schlechte Software und schlechte Peripherie, aber Logitech macht einfach hauptsächlich schlechte Software. Nein, Findest. ja, wenn ich das G-Hub, also wenn ich die G-Hub-Software aufmache bei mir, dann sind mit einem Schlag einmal 3 GB RAM weg von die 32. Was ist die Ja, das ist die G-Hub-Software überhaupt? Konfigurationssoftware für meine Maus. Es ist aber eine Das ist eine Gaming-Maus in Gaming-Maus, dem ja. Fall. Ja, okay, da weiß ich es nicht. Ich weiß leider, dass dies von dieser MX Master und das Zeug funktioniert super Ja, gut. die Maus funktioniert bei mir auch super gut.
Der Prompt-Builder, was hast du vorne? MX Master? Ich glaube, ich habe, was haben wir für eine? Warte mal, ich glaube, ich habe die 2er oder die 2S. MX Master 2S, okay. Na, 3, Entschuldigung, MX Master 3 habe ich. Dann sollte bei dir möglicherweise sogar der Prompt-Builder funktionieren, ja? Laut Supported Mice. Ja, okay, cool. Was ist die auf der Zwara funktioniert da noch, oder was? Auf der MX Anywhere 2 und auf der MX Master 2S, ja. Ja, die hätte, Und okay, auf die der hätte ich MX an. Master auch noch. Boah, das war die erwähnt, das war, glaube ich, das war die erste MX Master natürlich. Das war damals echt ein riesen Quantensprung, wie es die Maus rausgebracht haben. Welche? Die MX Master, die erste. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie der ausgeschaut hat. Und was halt auch, was mir da auffällt, weil ich die MX Master 2S habe und die 3er, was die MX Master 2S gehabt hat, waren halt so drei LED-Indikatoren, wo du gesehen hast, wie groß der Ladestand ist. Das ist dann bei der 3er weggefallen. Aha. Was schade ist. Ach so, am Aus, okay. Echt mit zwei, mit einem Daumen Scrollrad Ja, das ist super praktisch. noch. Bei mir beschweren, dass ich Sehnenscheidenentzündung kriege. Wenn ich das komische Ungetüm sicher kriege, brauche ich jetzt schon einen Orthopäden. Ich habe noch nie eine bessere Maus gehabt in meinem Leben. Also diese MX Master Serie ist genial. Was macht man mit dem zweiten Scrollwheel? Du kannst links und rechts scrollen. Du kannst aber auch umstellen, was du damit machen willst. Du kannst sogar dieses eine Rad, was du da hast, wenn du das schneller noch zum Scrollen benutzt, arretiert es aus und dann fährst ganz schnell nach unten. Und du hast Vor- und Zurück-Tasten natürlich auch. Und du hast da unten, wo diese auslaufende Fläche da ist, da kannst du auch noch drücken, dann macht es beim Mac als Beispiel Mission Control auf. Also auf dem Mini-Button Ja, da unten, genau, okay. da kannst du auch noch reindrücken und da macht es dann Mission Control auf. Kann man sich die Shortcuts frei belegen, ja? Ja, du kannst das einstellen, was das können soll. Aha, okay. Schauen, vielleicht gebe ich dir mal eine Chance. Aber Kann ich dir empfehlen, ist eine gute Maus. andererseits habe ich schon einen Bandscheibenvorfall, wenn ich den nur anschaue. Ich weiß nicht, was wicken die 3 Kilo? Ich habe keine Lust, da eine halbe Bierkiste über meinen Tisch zu schieben. Ist relativ leicht. Was hast denn du für eine Maus, bitte? Ja, Magic Mouse. Wie hast wie Ja gut, okay, da hast du eh schon keine Finger mehr an die Hände dran. Das ist schon wurscht. Aber wie heißt der andere Logitech? G703. G703. Boah, ist die klein. Normale Maus. Wie kannst du. Ich brauchte nur Das zum ist ja. Zocken und eigentlich nicht einmal zum Zocken, weil mittlerweile zocke ich einfach alles mit dem Gamepad am Sofa. Hast du wenigstens das Ladepad gekauft, da, dass das nie mehr laden muss? Wieso? Was? Was? Wie? Ladepad? Es gibt bei deiner Maus gibt's dieses Powerplay-Ladesystem, wo du so eine Matte hast, die dauernd dann in Strom Ach angehängt so, ist. induktiv. Ja. Ja. Na, habe ich nicht. Na, habe ich nicht. Weil brauche ich ja nicht, weil im Gegensatz zur Magic Mouse hat die Logitech vorne einen Anschluss fürs Kabel und die kann's einfach ja an den PC ranhängen Ich meine, und du laden. kannst das bei der Magic Mouse schon auch machen, wenn das Kabel dranhängt. Leid, das wird halt schlimm. Die Gesten funktionieren noch und das Klicken, das habe ich schon probiert. Das ist so eine Scheißmaus, ey. Ich kann mir nicht helfen. Ah. Es ist ja eine Frechheit, dass die überhaupt noch produziert wird. Das fängt ja schon da an. Dass die bis heute noch verkauft wird, das Scheißgraffel. Sie funktioniert wunderbar, sie funktioniert mit Gesten. Außer du musst sie laden. Das im,
dass ich mein Maus laden muss, das kommt 4, 5 Mal das Jahr vor. Vor allem, weißt, es hat ja früher, es hat ja so ein Zubehör gegeben, da hast du sie quasi auf so eine Platte draufgekriegt, dann hat sie Ja, induktiv geladen. genau. Das haben sie ja auch alles eingestellt. Es gibt ja gar nichts mehr. Jetzt hast du gleich mal einen geschissenen Ladeanschluss, wo du nicht laden kannst, wenn du sie benutzt. Das ist das Schlimmste bei der, ja. Ich hoffe mal, dass es besser wird. Sie sind bei den Notebooks besser geworden mit den Anschlüssen. Vielleicht Naja, kommt es bei der Peripherie auch wieder. sie haben ja, na, das Witzige ist, sie haben ja bei der neuen Magic Mouse einen USB-C-Anschluss Ja. gemacht. Leih an die gleich depperte Stelle. Wo sagen wir, was bringt denn das? Also wer nicht weiß, was wir da meinen, gell? Also da hab ich meine Magic Mouse. So, das ist meine Magic Mouse, gell? Da Apple. Ja. Und wer nicht weiß, was wir meinen, die Logitechs haben vorne einen Anschluss, um sie zu laden. Das Und hat die nicht. die Magic Mouse hat da unten ein schönes Ja. Strichlein, um sie zu laden. Das da. Und da steckt man das Lightning-Kabel rein. Ja, es ist super. Tolle Erfindung. Man muss es Aber sehen. ansonsten ist es die beste Maus, was ich in meinem Leben jemals genutzt habe. Da darf ich nichts sagen. Aber so wie es geht dir mit der Master 3S, geht es mir mit der Ich gebe Magic halt Mouse. echt einen Tipp, schau's nicht in Clemens seine Finger an. Das ist einfach, da brennst du die Augen weg. Weil Alles gut. er kann keine ganze Faust mehr formen durch die Magic Mouse. Alles gut. Alles. Das ist alles KI, was du da erzeugst. Alles. Das Ding ist einfach, es ist ein Elend. Es ist ein Elend von vorn bis hin. Ja, das denke ich mal gerade bei deiner MX Master 3S, also. Benutze einmal, du wärst da denken, wow, endlich hast du Benutzt wärst, den einmal, dann. da habe ich Schmerzen. Ja, Du wärst ja. da denken, wenn du diese MX Master einmal benutzt, endlich hat mir jemand einen Tropfen Wasser in die Hölle gebracht. Also, wenn es einmal einen Horrorfilm geben sollte, so ein Splatter-Thriller, wo sich da Alex und der Clemens gegenseitig das Schlimmste antun, dann tauschen sie mal Mäuse. Das ist Hölle, ja. Ja, Für mich. für mich auch. Für die wird Segen. Na, das glaube ich nicht. Solange Logitech keine Gesten versteht auf der Maus, kann ich keine Maus mehr benutzen. Das ist auch etwas, das verstehe ich bis heute. Der nie warm mit diesen Gesten von Apple. Ich wäre es einfach nicht mehr. Am Touchpad auch nicht. Es geht besser, aber ich bin da einfach. Da merkt man den nicht. Das ist eine Handvoll Gesten. Es ist unmöglich, ich kann mir den Schaß nicht merken. Ich fahre dann immer so, ah ja, das ist das, das ist das. Aber ich denke mir so, was nochmal? Ah, vergiss. Bei der Magic Mouse ist es so einfach, zwischen zwei Desktops hin und her zu scrollen, wischt man einfach links oder rechts. Ich verwende nicht einmal mehr Desktops. Ich brauche das Wenn ich alles ein nicht. Overview aller meiner offenen Fenster haben will, dann tue ich einfach doppelt drauf tippen mit zwei Fingern. Das ist. Ich drucke einfach bei der MX Master diese eine Seitentaste. Ja. Ja, Aber das ist eine Taste. ich kann im Browser vor- und zurückwischen, ich kann mit zwei Fingern hin und her wischen, kann die Fenster. Ich Ich verstehe es nicht. Also. will nichts wischen. Wischen tue ich am Smartphone. Das ist für mich, ich weiß nicht, das ist Muskelgedächtnis. Das ist am PC, keine Ahnung, verwende ich eine Taste. Fragen wir nicht, da merkt man die blöden Wischgesten nie. Okay. Gut. Na gut. Ja, wird's doch wieder 3 Stunden Ja, Folge, so wie es ausschaut. na, es geht jetzt, das wird jetzt schnell. Also, das nächste ist Fine Gone. Also, Apple stellt angeblich das Feingewebe-Zubehör ein, wo mit Handyhüllen etc. Ja. Weil es eher mehr schlecht als recht ist. Ich meine, wobei man auch sagen muss, das ist teilweise aber auch ein relativ dreistes Produkt von Apple gewesen, weil für das, dass das Zeug nicht einmal ein Jahr teilweise überlebt hat. Na sag, Apple Ja. ist sie nie dreist. Na, vor allem bei Hüllen, das kennen sie richtig gut. Na. Ja. Die haben sich da ein bisschen verschätzt, oder? Mit ihren Ja, vor allem.
lederähnlichen Recyclingmaterial. Um Vor 70 allem nur Euro Smart. teilweise, oder 40 Euro, keine Ahnung. Ja, die hat sie, die haben sie 70 Euro gekostet. Halt sagen wir, ja, okay, und das ist jetzt ein Umweltschutz. Okay, gratuliere ich. Ja. Vor allem, ich denke mir ja, was ja da der eigentliche Witz ist, die haben ja dieses Material vorher getestet. Die haben ja genau gewusst, dass das nicht haltet. Ich weiß nicht, ob sie es gewusst haben. Naja, aber das, ich meine, du Sie haben wärst es ja, ja wenn du nicht, sie haben irgendwo. es ja nicht ein Jahr lang getestet. Naja, aber wenn du das jetzt in eine Maschine einspannst und einfach sagst, okay, lass halt dein, keine Ahnung, irgendwas Schlüsselähnliches jetzt so und so oft da drüber fahren, wie das andere Hersteller aber so Ausdauertests machen, dann siehst du das ja Ja, sofort. stimmt. Also, das ist das, wo ich mir denke, also, wenn das eine Firma wie Apple nicht schafft, Ja, vielleicht haben sie sich auch gedacht. wurscht. Wurscht, hauen wir es einmal aus am Markt und nachher sagen wir, Dann schauen wir und einmal. nachher sagen wir, you are holding it wrong. Ja, in dem Fall wirklich. Also, ja, also das ist ja wert anscheinend eingestellt. Okay. Na, Wert eingestellt, oder? Man geht davon aus. Also wohlgestoppt, also fix ist noch nicht, okay. Na, man, ich würde aber schätzen, wahrscheinlich ja. Ja. Es gibt ein neues Glas, also neue Fensterbeschichtung blockiert Hitze, aber nicht die Sicht. Also man hat mit Quantencomputing so lange Stoffe kombiniert, bis eine optimale Beschichtung entstanden ist, dass es quasi, dass es Licht reinlässt, aber die Hitze draußen lässt. Also sichtbares Licht ein- und Infrarot Genau, reflektieren. es ist eine Beschichtung halt in dem Fall. Ja. Okay. Ist jetzt auch ein relativ kurzer Ding, Ah, also da gibt es blockiert jetzt. UV-Strahlung und Ja, Infrarot. Ja, gut, genau, ja. UV-Strahlung kommt klar, ist UV-Strahlung ist bei Fenster, glaube ich, eh recht gut abgeschirmt. Infrarot eben nicht, deswegen gibt es ja da, bei uns ja immer so die klassischen Doppelglas oder mittlerweile Dreifachglas mit Luft- und Gasgemisch dazwischen, damit es gedämmt ist. Genau. Ist natürlich, war natürlich schon cool, vor allem in Gegenden, wo es warm ist und du schon eigentlich durchgehend starke Sonneneinstrahlung hast. Im Winter willst du eigentlich das Gegenteil davon haben. Im Winter willst du, dass die Wärme durchkommt, ja. Ja, und natürlich hast du es eher so, es ist ja in Gegenden tendenziell, wo es im Sommer brennheiß ist, ist es ja im Winter auch nicht wirklich super kalt. Ja, stimmt schon, ja. Im Regelfall, ich Im meine, Regelfall, ja. das ist jetzt ja alles ein bisschen auf den Kopf gestellt mittlerweile. Danke, Aber ÖVP. Na, die haben seit einem Dreivierteljahr gibt es kein Klimaplan in Österreich. naja, Danke, ÖVP. wir sind in der EU, glaube ich, das letzte Land, das es nicht hat. Ja, genau. Ganz kurz dazu, oh, das habe ich gestern eh verblockt auch. Österreich hat seinen NEKP-Entwurf, Nationaler Energie- und Klimaplan, nicht fristgerecht nach Brüssel gesandt. Und die EU-Kommission betonte nun, Österreich sei mittlerweile das einzige Land, das seinen Entwurf noch nicht übermittelt Ich habe. muss die etwas, die Gewessler hat es übermittelt, es ist aber dann von der Ed Stadler zurückgezogen worden. Genau. Also es war eigentlich schon da, wir hätten alles gehabt, es ist leider dann nochmal zurückgezogen worden von der ÖVP. Danke, ÖVP. Ja, danke. Gut. gut, so. Dann soll's ein neues Apple TV 3 geben, oder Apple TV Nachfolger. Es geht dahin, dass es sozusagen so eine Smart Home Zentrale erwähnen soll. Und was auch noch drinnen ist,
was war das? Also es soll Gestensteuerung kommen und mit einem iPhone oder Apple Vision Pro auch kompatibel sein. Ja, klingt gut. Ich suche nämlich, wird bei mir nämlich nicht mehr Und lang dauern, dass ich da so eine Setup-Box brauche, eine neue, ja. also es wird dann halt vermutlich, man müsste dann halt davon ausgehen, dass eine Kamera in den Apple TV drinnen ist. Tja. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Also ja, ist jetzt aber, man weiß auch noch nicht viel, aber irgendwas wird schon dazu Ja, kommen. aber stimmt eigentlich, gell? Sie haben eigentlich immer nur das letzte Mal über das große 4K-Modell, was sie nach Hause gebracht haben. Das basiert aber Genau. eigentlich immer noch auf dem Apple TV 2 oder sowas. Das haben sie so in Ja. unterschiedlichsten Iterationen rausgebracht und immer mal ein bisschen abgedatet, aber sonst haben sie da schon länger nichts mehr rausgebracht. Das letzte war 2022 sowas, war was gar nicht. Kann durchaus sein, aber ja, das hab's, aber ich glaube, da haben sie generell einen relativ langen Ja. Update-Zyklus gehabt, weil man 2022, ja. verstehe aber irgendwo, weil natürlich, wie oft wärst du das Ding neu kaufen? Ja, na eh, klar. Cool. Und dann? Oi. Was ich mir jetzt einmal frei, übrigens, ich krieg dieses Ding jetzt einmal zum Leihen, diese Meta-Quest. Cool. Also da freue ich mich mal drauf, dass ich das einmal dass ich das einmal ausprobieren kann. Weil das hat man ja nicht immer die Chance. Und ja, aber anscheinend arbeitet Microsoft und Xbox an einer Limited Edition für die Meta Quest. Oder mit, oder wie man halt, wie sagt man liebevoll, dass es auf der Xbox so ein VR-Headset gibt. Ja. Naja, aber als Kind MetaQuest 3. Bundled with an Ja. Xbox Controller. Okay. Aber kann man den auch mit der Xbox zusammen auch verwenden? Ja gut, du kannst ja, ich glaube, du kannst ja die MetaQuest ja jetzt schon mit der Xbox verwenden. Da gibt es eine eigene App, glaube ich, auf der Xbox, gell? Okay. Interessant. Versuchen Sie es ein bisschen in die Richtung, so wie Sony mit der PSVR und PSVR Ja. 2. Vermutlich. Ja, warum nicht? Weil es ist schon ein Spaß, das zu spielen. Also ich hab's genossen, die paar, die 2 Jahre, wo ich die Man ist PlayStation die 4 Pro und die PSVR in Kombi gehabt habe noch. Es hat halt nur noch ein zehnten Spiel, was eigentlich eine Kopie vom Vorgänger war, war es halt dann auch irgendwo fad. Also das einzige Spiel, was mich dann wirklich noch gefesselt hat, was war Beat Saber, weil es halt gleichzeitig Spiel und ja, Fitnessermutigung war, aber sonst. Das sagt halt, das sagt eigentlich irgendwie jeder, wenn es so irgendwo in die Richtung halt VR-Headset geht, dass es halt, man ist halt schnell gelangweilt Ja, irgendwann davon. ist es halt ausgelutscht, ja. Weil so der große Oberburner ist halt dort bei den Spielen nicht gewesen. Weil ich hab so ein nettes Adventure gehabt, so, nicht Adventure, so Jump'n'Run mit einer Maus und so weiter. Wir hatten das geheißen. Das war ziemlich schön gemacht und ziemlich cool mit der Brille, weil du die Maus da quasi durch so eine Welt begleitet hast. Das kenne ich sogar. Ich weiß, heißt das nicht? Nein, Maus heißt das nicht. Nein, das heißt irgendwie anders. Warte mal. Das ist aber Das cool, das brutal stimmt, schön ja. gemacht gewesen. Also du hast da auch frei in der Welt Game Maus, wie jetzt quasi Moss, ja genau, Moss.
Ja, genau, das ist cool, ja. Das war Das ist wirklich, wirklich schön gemacht. Also die Maus hat dazu gewunken während dem Spielen. Das stimmt, ja. Naja, vor allem, das ist ja wie so ein Tabletop-Game fast. Du schaust ja da so von oben Ja, rein. genau, und dann hast du links und rechts geschaut, weil dann hast du zuerst nicht gesehen, geht's da weiter, und dann hast du halt mit dem Kopf ein Ja. bisschen bewegt und geschaut, wohin und so weiter und so fort. Sieht man da in dem Video schön. Also das war wirklich voll cool gemacht. Also du hast einerseits die Maus gesteuert, andererseits hast du halt auch die Sachen da in der Gegend gesteuert und hast aber wirklich frei auf den Tisch, auf die Spielwelt schauen können. Ja, das war wirklich cool gemacht. Aber sonst habe ich halt selten eine Spiele gehabt, die was mir wirklich so in den Bann gezogen haben. Die älteren Spiele, da hat es ein oder zwei gegeben, wo zumindest beim Gran Turismo, glaube ich, das Gran Turismo hast du gehabt und dann hat es eine kleine Auswahl an Strecken und Modi gegeben, die du damit hast spielen können mit der PSVR. Das war ziemlich cool, weil es da beim Fahren wirklich, weil du es gemerkt hast beim Fahren. Ja. Mir ist richtig schlecht geworden, teilweise bei meinem Fahrstil. Also, das ist halt auch so ein Problem Das, natürlich, ja, ja. eben weil ich gedacht habe, ich fahre da jetzt den Hügel runter und vorne wieder auf, das hat halt dir das so gut projiziert, das war so immersiv, dass ich halt wirklich mal morgen ein bisschen so umgedreht hat. Ui. Aber es waren aber so richtig die Dings, also war es halt nicht. Ja, das ist halt da leider das große Problem, ja. Ja. Das stimmt leider. Ja, es ist halt auch schon ein Aufwand, wenn du für so ein Gerät produzierst, weil du musst natürlich sagen, okay, es kostet gut Geld, du musst halt viel mehr, weil du musst ja wegen der Motion Sickness viel mehr Arbeit Ja. reinstecken. Und es ist halt die Zielgruppe einfach durch das, dass es halt nicht so viele von diesen Headsets noch gibt, die in Benutzung sind, ist es halt einfach eine relativ beschränkte Zielgruppe. Ja, sicher. Die Brillen sind teuer. Das muss man halt einmal dazu sagen. Also man, was ist denn jetzt? Also jetzt abgesehen von dem Apple-Ding, das ist absolut nur noch ein komplett unvernünftiger Preis. Aber wenn ich jetzt so wie die Hive, na wie heißt die Steam Hive? Keine Ahnung. Jedenfalls die von Valve. Die kostet ja. Geht ja halt einmal bei 800 € los und dann willst du halt nachher die Controller, den passenden Controller, das Ding da, die Lightstation, was auch immer noch. Das günstigste ist im Moment die Meta-Quest. Ja, und die MetaQuest ist halt im Endeffekt halt auch nur ein Standalone-Gerät. Okay, du kannst sie als Desktop, du du kannst sie kannst sie. als Monitor auf den Augen verwenden, ja, stimmt. Genau, Aber ja, das geht. du spielst dann halt quasi deinen Shooter, dein Skyrim, dein was auch immer, einfach nur auf einer fetten Kinoleinwand gefühlt. Aber du hast Natürlich, nicht die klar. Immersion, dass du die frei umschauen kannst. Das hast du halt nicht. Na, ich meine, das geht mit der MetaQuest Ja, schon. Aber aber nur mit den eigenen Apps auf der MetaQuest halt. natürlich, Ja, das ist ja. klar, das ist Also klar, ja. mit den für die Das ist klar. MetaQuest produzierten Spielen eben. Also das ist genau das Problem halt, dass, ja, wer soll natürlich dafür entwickeln, wenn es kaum jemand hat? Wobei, glaube ich, sogar bei Steam teilweise manche Spiele MetaQuest kompatibel sind. Ich glaube, wenn es mir jetzt nicht ganz täuscht, hast du noch ein alles das Tracking. Ah, ja, okay, das wäre ein Vorteil dann schon Probier einmal. es mal, wenn du sie Wenn ich austauschst, sie ja. habe, wäre es definitiv probieren, also weil ich kriege sie eben von jemand geliehen und das werde ich dann gerne mal Probier es mal ausprobieren. aus, ja. Wie das Ja. funktioniert. Also, ob es eine Kombination mit kannst du bei Steam VR ja einmal ein paar Demos oder sowas runterladen. Also kannst du mal schauen, ja. Muss ich schauen, ja, ich werde es mir dann definitiv Ja. ansehen. Ich glaube, das müsste sogar möglich sein, ja. Ja. Gut.
Ich warte drauf, bis die Brillen in Gut. 8K-Auflösung zu haben sind, keine sichtbaren Pixel- und Fliegengitterstruktur mehr haben. Dass ein komplettes Das wird noch ein bisschen dauern. In-Out-Tracking haben, dass ich keine zusätzlichen Geräte mehr verwenden muss, dass der Akku 3 Stunden hebt, dass die Brille höchstens 100 Gramm wiegt und unter 200 € kostet. Ja, das wird noch ein Das wird bisschen dann, dauern. okay. So, ich muss mir jetzt einmal schnell noch ein Wasser holen. Okay, passt. Leider, ich bin gleich wieder da. Dann schauen wir mal nach. Gibt's mal einen Input, was für einen Artikel können wir denn heute lesen? Benson. Aha, okay. Das klingt einmal interessant. Benson X25. Die Benson X25 ist ein Tragschrauber, der als Die Benson ist ein Tragschrauber, der als Aha, ein Tragschrauber, der als Versuchsfluggerät im Rahmen des United States Air Force Discretionary Descent Vehicle, zu Deutsch etwa Fahrzeug für den Abstieg nach eigenen Ermessen Programm entwickelt wurde. Okay. Ziel des Projektes war es, Schleudersitze von Kampfflugzeugen durch die X-25 zu ersetzen, um den Piloten mehr Kontrolle über den Sinkflug nach dem Ausschuss aus dem Flugzeug zu geben. Die Piloten sollten so mehr Kontrolle darüber haben, wo sie genau nach dem Absprung mit dem Schleudersitz landen. Die X-25B war ein unmotorisiertes Gefährt, mit dem keine bemannten Tests durchgeführt werden. Wurden. Die X-25A hingegen war motorisiert. Beide Fluggeräte wurden genutzt, um den Steuerungs- und Schulungsaufwand für die Nutzung eines Tragschraubers zu erforschen. Es wurden jedoch nie Versuche im vollen Umfang durchgeführt. Der Erstflug der X-25A war am 5. Juni 1968. Das DDV-Programm wurde mit dem Ende des Vietnamkriegs von der United States Air Force eingestellt. Die X-25A ist im Nationalmuseum der United States Air Force in Dayton, Ohio, und die X-25B im AFFTC Museum Air Force Flight Test Center ausgestellt. Was machst du da gerade Nix, ich muss Schönes? da die Episode anhören. Wird nie passieren. Ja. Gut. So viel dazu. Gut, du bist jetzt ein Glabi mit deinem nächsten dran, Ja, oder? genau. Eieieiei. Was gibt jetzt? Der Cybertruck hat wohl wieder ein paar kleine Kinderkrankheiten. Ein paar. Ein Tesla Cybertruck-Besitzer hat ein Problem, nachdem er sein Fahrzeug zu einer routinemäßigen Autowäsche gebracht hat. Ja, er hat's falsch Es hat gewascht. nicht mehr funktioniert dann auch, ja. Ja, er hat's falsch Er hat gewascht. es falsch gewaschen. Genau. Weil Wasser vertrag's nicht. Genau. Sehr gut, praktisch, der Kiel. Es gibt aber, und Tesla hat mitgedacht, es gibt einen Autowaschmodus. Was Der ist werte das Herr, der das jetzt? Auto gewaschen hat, war einfach zu blöd. Quasi, you are holding it wrong. Er hat den Aha. Autowaschmodus nachher nicht aktiviert. Und dadurch hat es halt Schäden gegeben. Tesla warnt generell davor, den So, ist Cybertruck er. in direktem Sonnenlicht zu waschen. What the fuck? Ja. Und warum ist das Auto überhaupt hinworn? Also, im ursprünglichen Artikel steht, dass einfach der Bildschirm und manche Funktionen vom Fahrzeug haben nicht mehr funktioniert. Und der Bildschirm war schwarz und der hat sich teilweise nicht mehr bedienen können.
Nach einer Ja, Autowäsche. er hat neu starten müssen und hat das ein paar gesagt, das hat aber nicht funktioniert. Ja. Und ja, also scheinbar dürfte das Tesla Cybertruck, Entschuldigung, das ultimative Auto für Outdoor und draußen rumfahren und mit voll viel Elektropower durch die Präriekurven nicht dafür ausgelegt sein, bei Autowäsche, noch einer Autowäsche zu funktionieren. Regen ist wahrscheinlich kein Problem. Wahrscheinlich ist der erhöhte Wasserdruck, der bei einer Autowäsche auf das Auto einprasselt, für manche Dichtungen zu viel und dadurch wird die Elektronik beschäftigt. Ist halt einmal meine Vermutung. Es gibt aber, wie gesagt, einen Autowaschmodus. Das heißt, liebe Zuhörer, falls ihr Besitzer eines Tesla Cybertruck seid oder werdet, übrigens im nächsten Monat werden in Europa 100 Tesla Cybertrucks ausgeliefert und an manchen Punkten präsentiert. Zulassung für Europa hat das Auto, glaube ich, noch keines, also es wird noch nicht verkauft. Aber ihr könnt euch demnächst einen Cybertruck live ansehen. Und wenn ihr dann eine Probefahrt macht und das Auto zurückbringen wollt in sauberen Zustand, vergesst in der Waschanlage nicht, den Waschanlagenmodus einzuschalten. Ich möchte mal wissen, was das Auto im Waschanlagenmodus macht. Keine Ahnung, vielleicht erzeugt er einen gewissen Druck, schaltet die Lüftung auf volle Leistung, damit kein Wasser in die Elektronik eindringen kann. Keine Ahnung. Das werden wir nie erfragen, was der Autowaschmodus macht. Wahrscheinlich macht er nichts. Das glaube ich nämlich auch, dass der wirklich nichts macht. Ja. Und im Support-Fall können die halt sagen: Ey, du hast den Autowaschmodus nicht eingeschalten. Es ist dein Problem. Weil wir sehen, dass nicht Loks. Ah ja, sie waren da in der Werkstatt, in der Waschanlage. Sie sind da 10 Minuten in der Waschanlage gestanden. Sie haben das Auto womöglich gewaschen. Aha, aber wie ich das sehe, sie haben den Waschanlagenmodus nicht eingeschaltet. Vielleicht ist das wirklich nur eine billige Ausrede. Ja, ich glaube es, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich wüsste nicht, was das sein sollte. Ja, er ist schon echt ein schlaues Kerlchen, dieser Elon Musk. Ein hochgradiges Wunderkind, also ein so eine Koryphäe, was Wissenschaft und Technik angeht. Der Typ kann einfach alles. Ja, außer Autobahn, das man waschen kann. Das kann er nicht, ja, stimmt. Das kann er wirklich nicht, so wie es ausschaut. Klingt Ja. super. Danke für diese Belustigung. Bitte gerne. Gern geschehen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar, das könnte dich freuen, da du Windows so gern magst. Herrlich, ja, schön. Microsoft führt Werbung in Windows 11 ein. Also, als ich das gelesen habe, einmal gedacht, warum? Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, machen Sie das nicht schon seit Windows 8? Das ist eine andere Frage gewesen, aber wo Weil ich mir denke, warum? ich habe nämlich immer, also jetzt unter Windows 10 eh nicht, weil ich mit Shut Up 11 eigentlich alles ausgeschalten habe, was mich irgendwie stören könnte. Aber bei einer frischen Windows 10 oder Windows 11 Installation, da habe ich im Startmenü immer noch so eine komischen Anzeigen, wie du sollst das installieren, du kannst da dein, wie heißt das, wo man Bälle ob antippen muss, damit Zeilen gelöscht werden und so ein komisches Spiel. Ah, das, ja, aber jetzt wollen sie da ja wirklich komplette Werbung reinknallen. Also derzeit ist es nur in Amerika, aber also Microsoft nennt es Empfehlungen. Ja. Außer bei kommerziellen Geräten, also von Organisationen verwaltete Geräte, da machen sie es nicht. Es trifft sich ja sehr gut mit der Online-Headline. Microsoft, was mache ich denn? Microsoft Security. Weil Microsoft hat ja jetzt vor kurzem erst angekündigt,
IT-Security zur Priorität Nummer 1 zu machen. Wäre dann sicher interessant, wie das funktioniert, wenn Microsoft da Werbung zulässt, aber möglicherweise die gebuchte Werbung nicht prüft und du installierst da Adware oder Malware und so weiter und so fort. Das ist ja etwas, was du bei In-App-Werbung und so weiter auch teilweise siehst, bei Android zum Beispiel. Was sind bei Apple auch, ja, genau. Da kriegst du so Werbe-Pop-ups und dann klickst du drauf und dann ist es irgendeine Crap-App, die eigentlich nur Kacke macht. Ja, Das das, ist ja genau, ja. herrlich, wenn du das dann Windows direkt auf dein Windows-Gerät auch hast und ausführst, wo Leute noch weniger drauf trainiert sind. Windows fragt ja, wenn er mittlerweile seit Windows 7, wenn er Programm Root-Rechte haben will, aber das klickt ja mittlerweile eh jeder mit ja, weg. Deswegen trifft sich das gut, dass Microsoft jetzt die Security zum Thema Nummer 1 macht. Finde ich halt, ist ein bisschen zu spät, wo man jetzt ungefähr 90% Marktanteil hat und das Betriebssystem eh schon alles verstopft, was an Geräte und Computer und Notebooks draußen ist, dass man jetzt erst draufkommt, Sicherheit die höchste Priorität einzuräumen. Ja, mir gefällt die Kombination aus den zwei Ankündigungen. Also zuerst einmal in Ist Operating eine System Empfehlung, ja. Werbung. Ja, eine Werbung ist immer eine Empfehlung. Naja, ich schätze mal, sie werden es halt so machen, dass es halt diese klassischen Programme da drin sein werden, wie halt keine Ahnung was. Also ich weiß es nicht, ob sie es komplett freischalten, dass wir jetzt auch Werbung drin schalten könnten. Das wäre ein bisschen sehr arg, dann hätten sie es sehr weit übertrieben. Ich glaube, das wird möglich sein, nachher, dass zum Ja, Beispiel wir Werbung möglich drin ist viel. schalten können, ja? Wunderbar, dann machen Ja. wir das. Dann möchte ich gern einmal da ausscheinen. Na, mir gefällt die Kombination aus den zwei Nachrichten gut, weil die ergänzen sich super. Also, wenn sie das nicht machen müssten sie bei Security nicht. Ja, okay, schon. Das ist ein Obwohl, ich meine, ich weiß nicht, es ist leider im Artikel gestanden, dass ohnehin schon wurscht ist, weil die Windows 11 Startleiste soll angeblich ziemlich schlecht sein. Ich habe sie nie benutzt, deshalb kann ich nicht mitreden. Was für Startleiste? Was? Also das Start, also generell das Ah, Startmenü na, unter es ist Windows. okay. Also, Okay, weil das weiß ich jetzt nicht, da kann ich nichts dazu sagen. es ist okay. Weil Microsoft, ich meine, Microsoft hat ja den Trend gehabt, von XP dann abzubauen. Dann irgendwann bei Vista hat es kein Startmenü mehr gegeben. Na, Vista wohl noch. Bei Windows 8 hat's Vista war es noch. Windows 8 hat's gar Oder Startmenü Windows gegeben, 8. ja. Dann von Windows 8 hat man das irgendwie per sowas nachinstallieren können von einem Das war Entwickler. ja genau, und bei Windows 8.1 hat man ja wieder sowas Rudimentäres eingeführt in der Richtung, ja genau. Genau, und dann ist Windows 10 Ja. gekommen. Da war es ja wieder da. Auf der linken Seite, ja. Ja, und jetzt dann ist es in der Ja. Mitte. Ja. Gefällt mir insofern deswegen ganz gut, weil es für mich noch ein, weil es mehr mit dem mehr Gemeinsamkeiten mit dem Dock in macOS zu tun hat. Ja, das wird wahrscheinlich der Hauptgrund gewesen sein, warum sie es Ja. gemacht haben. Wobei ich sagen muss, ich meine, der Explorer oder der File Explorer unter Microsoft ist besser als beim Mac. Besser wie der Finder. Ja, der Finder ist ein Ja, Scheißdreck bis das zum Finder Gitter. ist einfach nur Kacke, aber ja. Ja, das ist besser. Aber ja, ich habe schon lang, also ich habe Windows 11, ich habe es nicht benutzt wirklich, deshalb kann ich Ja, nichts ich dazu sagen. hab's im Endeffekt nur auf mein Gaming-PC, also. Ja. Also ich weiß es Nur nicht. zum Spielen. Ich weiß es nicht. Ja, da kommst du nicht wirklich aus. Novas, das haben wir das letzte Mal schon gehabt. Es gibt jetzt da die ersten Leistungstests zu diesem Minis Forum AMD Tablet. Also schaut gut aus, aber natürlich ist es auch nicht geschenkt. Ja.
Was haben wir Also, rausgefunden? 1400, 1500 Euro, sowas in der Richtung, oder? ja, ich glaube, im Moment ist es reduziert. Warte mal, ich schaue nochmal nach. In Europa wird dieses Tablet im Moment, was erfahre mehr, wird dieses Tablet mit deutscher Tastatur, 32 GB RAM, 1 TB Festplatte und den V-Band, Laptophülle und Schutzfolie 1.359 € kosten. Ist auch nicht schmal, ja. Ist aber, ich meine, okay, es ist einfach, es wird normal 1.700 kosten, ist im Moment reduziert. Aber natürlich Nein, geschenkt ist nein, es nicht. nein, Also nein. das Ding hat Leistung, das hat seinen Preis. Also man sieht dann, dass Microsoft eigentlich ja im Endeffekt verlangen sie eh das, was sie halt verlangen müssen. Ja, die Performance ist nicht so schlecht. Also, jetzt so gerade in dem Video Cyberpunk und so weiter, es läuft anständig. Also 60 Ja. Frames, Heps. Mal die CPU ist auf knapp 70% Auslastung. Also die APU 51 Grad. Also, ja, es schaut schon nicht so schlecht aus. Da von die ganzen von die Werte. Ja, es ist. Für mich stellt sich die Frage nicht, weil ich nicht wüsste, was ich damit anfangen soll, aber. Na, das ist halt, es ist halt jetzt eine Ja, aber es ist Surface-Alternative, halt eine kann man sagen. Service-Alternative, ja. Das ist der Punkt und da kann man sagen, ja, wenn du jetzt nicht Microsoft kaufen willst oder du willst unbedingt einen AMD-Prozessor drin Ja. haben, dann kannst du natürlich das nehmen. Cool. Ja. Nicht schlecht, was du an Leistung rauskommst. Na, das kommt Jetzt hätte was. ich gerne die APU in einem neuen Steam Deck drinnen und dann. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Gut, dann gehen wir zum nächsten. Hast du zufällig, du verwendest nicht Final Cut, nein, gell? Nein, nicht Final Cut, Premiere. Premiere verwende ich teilweise. Also selten, Weil aber. Adobe bringt ja jetzt dann dieses, also das KI, was sie schon im Photoshop gehabt haben, das soll jetzt auch quasi für das Videoschnittprogramm kommen. Ja, Du ich mache könntest zu dann. wenig Video. Das wird vielleicht das sein. Vor Okay, allem weil du verwende ich könntest mehr dann. After Effects als Premiere. Okay, ja, dann. Also man kann dann auch zu Videos Sachen Ja. hinzufügen. Ja. Ja, bei mir stellt sich mittlerweile eh die Frage, ob ich mein Adobe Creative Cloud Abo überhaupt noch verlängern werde Ende des Jahres, weil mittlerweile nutze ich wirklich nur noch Photoshop und Lightroom und ehrlich gesagt, da kann ich ja Ah, Affinity verwenden. du hast es privat Ja, gezahlt sogar, oder was? ich Ah. verwende es seit Ewigkeiten privat, ja, weil ich hab's viel genutzt. Sowohl Ah, InDesign okay. als auch Illustrator, dann einmal ein bisschen Premiere, ein bisschen After Effects und halt sehr viel Photoshop und Lightroom. Aber mittlerweile mache ich weniger Fotos. Uff, ja. Gut, dann kann man es überlegen, weil es kostet doch ganz gut Geld. Ja, ich hab die Angewohnheit, jetzt ja, wenn ich mein Abo verlängere, mit dem Service zu feilschen. Mit dem Support von Adobe. Ich Ja, krieg's dann deutlich würde ich aber. günstiger, als es angeboten wird. Ich zahle Ja, aber dann würde ich wahrscheinlich trotzdem. 35 Euro im Monat statt 60. Ich würde halt trotzdem dann wahrscheinlich auf Affinity Ja, also umsteigen. das wird bei mir jetzt wahrscheinlich, also ich werde das Abo auslaufen lassen, nicht mehr verlängern und werde mir dann die Affinity, die komplette Suite kaufen, wenn ihr mal irgendwo in einem Sale ist. Die haben ja oft so Angebote, kriegst die ganze Software Ja. um den und den Preis und werde es dann wahrscheinlich so machen. Beziehungsweise die Affinity, also die Affinity Suite 2 habe ich eh schon. Dann bist du eh auf der. Drei ist das neueste, Ist, glaube glaube ich. ich, die Drei Welt. ist das neueste, glaube ich.
Na, Also zwei. nein, habe ich die Answer. Okay, Entschuldigung. Ah, Dann dann habe ich hast die du die Answer, Answer, ja, weil Dreier gibt es noch ja. nicht. Und von dem her, mal beobachten, wie das erstens einmal mit Definity weitergeht, nachdem die aufgekauft worden sind. Das ist Und richtig, ja. also der eklatante große Vorteil momentan für mich bei der Adobe Dings ist halt, dass sie den Lightroom auch am Smartphone verwenden kann. Jetzt, wo ich, also wenn ich die Creative Suite habe, und zwar Lightroom Ja. mit dem eigentlichen kompletten Funktion mit nahezu dem kompletten Funktionsumfang der Desktop-Anwendung. Was halt echt fein ist, wenn du mit dem Smartphone ein Foto machst, dann kannst du es direkt da im Lightroom bearbeiten, nämlich auch das RAW-Foto von Apple, was halt einfach perfekt ist, um deine Schnappschüsse direkt am Handy nochmal ein bisschen zu retuschieren. Aber dafür knapp 35 € im Monat zu zahlen, ist mir dann doch ein bisschen zu heavy. Also da gibt es sicher andere Alternativen. Da muss ich halt ein bisschen mein Workflow ändern. Das wär's Ja, wahrscheinlich dann müssen, spare ich ja. mal ein bisschen was. Und da zahl ich lieber 5 € im Monat für irgendeine App in ein Abo wie 35 € im Monat für die komplette Suite, die ich mittlerweile nur noch wo ich nur noch eigentlich 10, 15% der angebotenen Software überhaupt nutze. Also Ja, das ist bei der, ja. das ist so der Klassiker bei Adobe. Ja, mittlerweile einfach zu wenig. Also. Das Lustige ist ja bei Adobe, ich könnte jetzt kündigen. Das ist ja Ja. das Adobe macht ja das ganz schlau mit dem Kündigungsprozess. Ich könnte es jetzt kündigen, also ich könnte es auch kündigen, bevor mein Abo ausläuft. Könnte es kündigen. Ja. Aber ich würde dann auch 80 € Strafgebühr zahlen, nämlich die nächsten 2,5 Monate Ja. werden noch abgebucht. Ja. Und, aber, nein, nicht und, sondern aber, zusätzlich kann ich die Software sofort nicht mehr verwenden. Ah, Das das ist heißt, ich zahle super. jetzt eine Strafgebühr von 2,5 Monaten und kann es gar nicht mehr nutzen. Ah, das ist praktisch, ja, das ist eine Das gute Idee. ein interessantes Kündigungsverfahren. Also entweder biete ich eine Kündigung an oder ich biete keine an innerhalb der Laufzeit. Also ja. Ja, richtig, also. Wie ein Handyvertrag früher. Ja, das ist ja im Ja. Endeffekt so, ja. Also ja. Und die bringen jetzt KI ins Videoschnittprogramm. Auch wäre es einfacher, Objekte aus Szenen zu entfernen. Die KI-Software würde ja dann automatisch die freigewordene Fläche bla bla ausfüllen, bla bla bla. Ja. Ob es dann was kommt, weiß ich nicht, aber wenn's so ist wie das eine, wie das Adaptive Fill, dann könnte es Könnte es nützlich nützlich sein. sein, ja. Ja. Das ist Dafür richtig, verwende ich zu aber wenig ist immer die. Premiere, also und After Effects, also von dem her ist es Okay. super. Ja, okay. Gut. Dann zu etwas anderem, und zwar eine neue DJI-Drohne, die Avata 2, ist sehr klein, obwohl. Ich glaube, sogar Amerika überlegt, diese Drohnen mittlerweile stärker zu reglementieren. Ja. Aber diese Drohne schaut relativ interessant aus, weil sie einerseits klein ist und diesen neuen halt Joystick da hat, wo es relativ einfach sein soll, komplizierte Manöver auch damit zu fliegen. Und du hast halt noch so ein Headset, wo Ja, du auch quasi das Menü da drin hast. es ist Also, eine FPS-Brille. Cool. es ist eine FPS-Brille, ja. FPS-Drohne. Ja. Macht ganz verblüffende Aufnahmen, das Ding, was du ausschaust. Ich meine, ist natürlich jetzt ein. Eigentlich in Europa wüsste ich nicht, wo das Ding verwenden kannst. Weil Du darfst ja nirgends benutzen, wo Leute sein. ja, wo du jemanden gefährden kannst, Ja, also das. außer du hast den Befähigungsnachweis, also den Drohnenführerschein, den du nachher machen kannst, je nach Gewichtsklasse, ist es einfach nur ein Dann musst du es Formular, versichern. man Dann muss es versichern. musst du versichern. Dann kannst du aber auch nicht einfach jetzt hergehen und sagen, du fliegst jetzt, keine Ahnung, irgendwo über einen Platz drüber, wo sehr viel Leute Das sein. darfst
auch mit Führerschein nicht, ne? Richtig, das kannst du auch nicht. Also im Endeffekt, ich wüsste nicht, wie es wäre. Ja, ich wüsste, du kannst dich nicht einmal beim Wandern theoretisch damit filmen eigentlich. Jawohl. Na, das Wandern ist Ja. ganz schwierig. Ganz schwierig. Weil du Richtig. könntest möglicherweise geklagt werden von den österreichischen Bundesforste, dass du deren Urheberrecht verletzt. Ja, richtig, Genau. richtig. Weil die haben das Also, Urheberrecht auf dem Wald. Ja. ja, ist ja selber Ja. wollt, ja. Dasselbe gilt für Nationalparks zum Beispiel. Also könnte möglicherweise sein, aber ich Ja, glaube, das deshalb, das Sendung ist nicht so. schwierig. Aber wenn du es kommerziell machst, dann könntest du theoretisch mancherorts ein Problem kriegen, ja. Ja, ich meine, kommerziell musst du sowieso natürlich, klar, da musst du eh anfragen, etc. Dann musst du wahrscheinlich bei der, wie heißt es, bei der Austro-Control Ja, nachfragen, wo du fliegen darfst oder da Genehmigung Hm. beantragen. Und ja, also ist halt dann, ist ein nettes Spielzeug eigentlich, aber ja, eigentlich nicht Ja. verwendbar. Ja, es ist keine Ahnung. Ich kenne einige, die was das hobbymäßig machen und ihren Spaß dran haben. Weil ich habe ja auch ein Mavic Mini gehabt, die Mavic Mini 2. Ich habe die ein paar Mal genutzt und dann habe ich sie einfach um den gleichen Preis, wie ich sie gekauft habe, wieder weiterverkauft, weil sich mir schlussendlich der Einsatzzweck, weil ich sind, ja, ich habe nicht gewusst, was ich damit tun soll. Eigentlich war es gedacht für Wandern gehen und am Berg coole Fotos und Videos zu machen. Das geht nicht, ja. Wohl, sicher kannst du es machen, für die privat kannst du es immer machen und für YouTube-Video kannst du den Scheiß auch machen, das ist scheißegal. Da klagt dich keiner, da mahnt keiner was, weil es wurscht ist. Aber jetzt machst du eine Wanderung, schaust so schon, dass du wenig Gewicht wie möglich mitnimmst, weil du willst ja auf den Berg auf, du willst ja Höhenmeter machen, du willst ja eine gewisse Geschwindigkeit gehen. Einerseits kauft man sich das leichteste Equipment, was leichte Bergschuhe, leichten Rucksack, möglichst leichte Stöcke, am besten aus Carbon und dann hängt man sich noch wieder eine Tasche hinten drauf mit 1,5 Kilo, wo die Drohne samt Zubehör, samt Controller und samt 3 Ersatzakkus drinnen ist. Also es ist komplett irrsinnig. Also in meinen Augen war es halt komplett irrsinnig. Ich habe das zweimal gemacht und dann war es das. Also. Ja, ich hab da, warte mal, das kann ich kurz holen, warte mal. Ich habe da was Witziges, ich meine, die kennst du wahrscheinlich eh, das sind diese kleinen Mini-Hubschrauber. Du kannst da, ich glaube, das ist von Revell, du kannst da diese kleinen diese kleinen Ah, okay, Hubschrauber cool, holen. ja. Mit denen kannst du in der Wohnung Was? rumfliegen. Echt? Ja, die sind Wie super cool. steuert man die? Warte mal. Da ist eine Fernbedienung dabei. Okay. Was kosten? Na, Kennst was du, kostet denn? die kosten nichts. Die kosten, glaube ich, teilweise, was weiß ich, 20 bis 30 € oder sowas. Okay, bitte verletzt die jetzt nicht. Na, na, das werde Ah, ich siehst schaffen. du, aber für die Avatar brauchst du schon den Drohnenführerschein, der ist zu schwer, ja. Ja, das ist eh meistens so, dass das noch an. €1.000, ja. Nettes Ding. Startest du da jetzt dein Mini-Hubschrauber? Na, ich versuche ihn einmal aufzuladen, wieder. Ah, okay. Oh, der geht sicher schon. Fliege mal vor der Kamera Warte in die mal. Luft. Ich versuch's, das ist nicht ganz so leicht mit den Dingen. Bitte verletzt ihn nicht. Und ich hab da. Warte mal, warum mag er denn jetzt nicht?
Er weiß genau, wer ihn führt. Ja, ich glaube eben, ich habe keinen Akku, das ist eher das Ah, Problem. okay. Oder? Ja, scheint In der eher. nächsten Sendung wird der Aber. Alex einen Flug vor der Kamera machen. Sag das nicht. Ich glaube, das schaffe ich wahrscheinlich sogar, dass ich den jetzt, wenn ich ihn da unter stecke. Ja, da So. kann ich nicht mit dem Kabel abheben. Sag das nicht. Es wird gleich Verletzte geben. Einen Verletzten. Gut, ich lasse das jetzt einmal da Lass so nochmal liegen. laden und zum Abschluss fliegt. Und wenn das jetzt da noch an irgendwas in Flammen aufgeht, wisst ihr, okay, das Laden hat nicht Okay. funktioniert. Ja, die sind aber super lustig und das ist halt so, eigentlich, du hast das gleiche, wenn es da nur um das Fliegen geht, hast halt das Gleiche. Ja, wenn es da nur ums Fliegen geht, dann ja, stimmt ja. Dann kannst du das Ja. machen. Das sage ich, das ist dann okay. Warte mal, schau nochmal, ob ich da irgendwo eine Anleitung da drin habe, wie das geht. Weil ich das schon so lange nicht mehr benutzt habe. Da ist ein Lipo-Akku drin im Übrigen. So. Ich glaube, das wird halt nichts mehr. Naja, warten wir einfach. So, lala. So, Gut. mein Dann. vorletztes Thema für Ah. heute. Wie viel Stunden haben wir denn heute? 2 Stunden 25. Okay, das ist okay. Ja, Es ist da mal werden noch heute ein so, paar es ist mal heute so, Äs und Ös es ist mal ausgestrichen. heute, Intro kommt noch dazu. es ist mal heute so kurz vorkommen. Ja. Nein, wir haben doch wieder, es ist doch wieder okaye Länge, ja. Aber wir haben ja noch 3 Themen, also vielleicht mal schauen, ja. Also wir sind angekommen bei den Lesepicks und ich habe bei den Lesepicks, ich habe jetzt 2 Lesepicks und beides sind wissenschaftliche Arbeiten. Das heißt, in einem archive.org sind die, also den Link direkt zum PDF. Thema Nummer 1 für alle Astronomie-Interessierten. Wissenschaftler haben jetzt die Bewegung von Objekten, von transneptunischen Objekten einmal analysiert. Und transneptunischen Objekte sind die, die ganz, 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 ganz weit von der Erde weg sind und eben außerhalb der Neptunbahn. Und die haben da jetzt Objekte analysiert, die sich da bewegen und sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass die Bewegung, wie sie da, also sie haben das jetzt sie haben Modelle gemacht, sie haben das nachher durchrechnen lassen. Ich will jetzt nicht sagen KI, von der KI machen lassen, aber sie haben halt Algorithmen gemacht und haben diverseste Bahnen und Modelle sich einmal berechnen lassen und haben sich das Ganze einmal angeschaut. Und sind wir jetzt zu dem Schluss gekommen, dass sich die Bewegung mancher dieser Objekte nicht erklären lässt, wenn man die, also nicht damit erklären lässt, wenn man davon ausgeht, dass in unserem Sonnensystem nur 8 Planeten sind. Was sind unsere 8 Planeten? Jetzt haben wir eine Boah. Frage für den. Ich meine, ich weiß eins, dass der Ding ist es nicht mehr. Wer ist ausgeflogen? Der Pluto ist kein Merkur, Planet Venus, mehr. Erde, Mars, Jupiter, Ha. Saturn, Uranus, Jupiter. Neptun. Okay, passt. Okay, das war jetzt kurze Schulstunde. Jedenfalls, die Bahn dieser Planeten, also dieser Planeten, dieser transneptunischen Objekte, das sind Asteroiden, Kleinstplaneten, so wie der Jupiter, Jupiter, ja genau, Kleinstplaneten, so wie der Pluto. Naja, Pluto ist ja kein Planet Ein mehr, oder? Kleinplanet. Eigentlich das ist okay, also das gibt's Die noch. Kategorisierung ist, glaube ich, Kleinstplanet, oder? Pluto. Ich weiß nicht, die Astronomische Union hat das ja einen Zwergplanet, Entschuldigung, nicht Kleinplanet, Zwergplanet ist die Bezeichnung jetzt. Ah, okay, ja. Minor Planet Designation, genau. Ist 13/43/40 Pluto, ja, das genau. Jedenfalls, die Bo Der hat sogar hat sogar Postleitzahl. Postleitzahl, ja.
Und sogar einfache, weil der Pluto ist kein Brite. Die Briten haben nicht so einfache Zahlen und Adressen. Ach, schau. Jedenfalls, und sie sind eben zu dem Schluss gekommen, dass es da draußen, also da draußen, mit draußen sehr weit weg, also mehrere hundert astronomische Einheiten, und eine astronomische Einheit ist die Entfernung Erde-Sonne, und das Okay, ja. verhundertfacht, vermehr verhundertfacht, dass es da draußen irgendwo noch ein Objekt geben müsste, und zwar ein größeres Objekt. Großes Objekt, also nicht Erde, sondern in der Größe von einem Uranus möglicherweise, das zu den dazu führt, dass sich diese transneptunischen Objekte, Asteroiden und so weiter, so verhalten, wie sie sich verhalten. Jetzt ist die große Frage, wo ist dieses? Also, das ist der Planet X, über den wird ja schon ewig spekuliert. Also, das ist ja ganz ein großes Ding unter diversen Verschwörungstheorien. Der Planet X, das ist Elysium, die Erlösung, die Außerirdischen in unserem Sonnensystem, bla bla bla. Aber jedenfalls, da gibt es jetzt eine wissenschaftliche Motivation dahinter, dass da etwas sein muss, um diese Bahnen zu erklären. Der nächste Schritt wird halt sein mit dem Dings, mit einem von den neuen Teleskope, die da jetzt kommen. Und zwar, das haben sie auch in dem Text zum Schluss noch angehen. Dass man eben mit diesem Teleskop, ich finde jetzt den Namen nicht, sich da mal auf die Suche begeben muss. Das Problem ist jetzt bei der Planetensuche, vor allem bei einem Planeten, der so extrem weit draußen ist. Erstens, ein Planet strahlt kein Licht ab. Ein Planet Ja, leuchtet okay. halt nicht von allein. Und der Planet da draußen re reflektiert kein Sonnenlicht, weil der ist einfach zu weit weg von der Sonne, um Licht zu reflektieren. Also nicht so wie die Venus oder am Mars, die man ja nur dadurch sehen, dass die Sonne sie bestrahlen und die quasi zurückleuchten. Und dass halt ein Planet, der einfach so weit weg ist und nichts reflektiert und kein Licht abgibt und quasi schwarz auf schwarzen Hintergrund ist. Und das wird halt interessant, das zu sagen. Die Sache wird halt, ist die, man muss halt quasi den Sternenhimmel beobachten und schauen, okay, da ist ein Stern. Oh, der Stern ist kurz weg. Ah, da ist der Stern wieder. Das heißt, der Planet hat da möglicherweise diesen Stern gekreuzt, also in unserer Sichtlinie gekreuzt. Und ja, so quasi wie man Erden in entfernten Sonnensystemen sucht, indem eine Erde, irgendein anderer Planet vom Stern vorbeikreist, muss man doch halt auch schauen, dass da der Planet vor irgendeinem fremden Stern vorbeikreist. Sie sind sich noch nicht ganz sicher. Sie haben auch noch andere Erklärungen zum Planet 9, also zu der Bahnverschiebung genannt, aber die sind nicht sonderlich, ja, die haben eine relativ niedrige Wahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es da draußen was gibt, ist relativ hoch. Aber kann man ja nie wissen. Müsste man mal schauen. So viel dazu. Ja, ich habe da allein noch einen Testbericht oder ja, vom Wired reingepackt zum BYD Seal, wo man einmal so über alle Specs nachlesen kann und was halt so rauskommt. Ja, das ist, es scheint so dieses, nennen wir es, wie nennt man es denn liebevoll, dieses Auto für die breite Masse zu sein. Der Seal oder der Seal U? Das Ziel, also der normale Ziel. Achso, der Also ist es quasi, Model 3 quasi, gell? der ist es, ja, man, der ist ein Model 3, so wie die Golfklasse oder sowas halt in die Richtung, wo man sagt, wahrscheinlich ist er noch für viele nach wie vor ist der auch zu teuer, was ich auch verstehe, aber es kennt so rein vom Neuwagenpreis her natürlich schon. Das Auto für die Ich breite glaube, der Masse sein. ist jetzt, also er ist schon nicht günstig, das stimmt schon, ja. Ah, zwei, okay, Ich meine, 43.000 Euro, ja. Puh.
ich meine, er ist ja nicht super teuer jetzt für Elektroauto, das muss man auch sagen. Wobei er sagen muss, es gibt ja noch den BYD Seal U und der ist günstiger zu haben. Der Richtig. wird günstiger und der ist ein bisschen Der ist. größer, der ist höher. Der soll der SUV werden. Nein, das, nicht, ja, Das ist ein SUV, oder was ich da sehe. er hat nicht die SUV, ja, wie nennt man denn die Klasse? Ich weiß es nicht. Ein Ja, Crossover-Vehikel. eher Crosser. Eigentlich wirkt er wie ein bisschen in die Höhe gezogener Kombi. Ja, okay, das, ja, das ist, ja, das geht halt auch schon in die Richtung Ja, SUV wieder, aber ja, ist ja wurscht. den finde ich auch sehr interessant, ja. Aber ja, stimmt, das sieht auch von der Seite schon echt aus wie SUV, ja. Ja, der schaut aus wie Aber SUV, so auf das dem ist. Bild schaut er eher aus wie ein bisschen in die Höhe gezogener Kombi. Keine Ahnung, was ist nicht, ja, sicher. Why not? Familien-SUV nennen sie es, ja. Ja, also. Ja, obwohl ich sagen muss, ich habe den jetzt sogar mal in Wien, ich habe den jetzt einmal live bei mir vorbeifahren gesehen, aber so klein ist der auch Der nicht. Seal? Ja, Nein, nein, also. der wirkt wie eine normale Limousine eigentlich. Also Also wie der so ein ist. Passat. Ja, also wo ich mir denke, also von einem Golf unter Anführungszeichen sind wir da war schon weit Ja, eben, weg. ja, kann man schon. Der ist schon größer wie ein Golf, würde ich sagen, oder? Der war, also entweder schaut das leicht so aus, aber ich habe mir schon gedacht, boah, das ist ja, das ist ein langes Ja. Auto. Also das ist nicht Das ist klein. kein Stretch Limo, aber er ist größer als ein Golf, ja. Nein, nein, aber also ganz, also wenn jetzt jemand wirklich ein kompaktes Auto will, puh. Das wird er nicht sein, gell? Ich meine, ich weiß es nicht, ja, nein, aber so, dass ich jetzt denke, also ja, so Golf, bei Golf denkt man halt da immer so kompakter noch, obwohl ich meine, Golf ist auch größer geworden, das kann man auch nicht mehr Na, vergleichen. es ist kein Golf 1 mehr, also. Nein, das ist natürlich auch klar, aber also jetzt super kompakt ist der nicht. Ich meine, warte mal, da steht es eh, der ist 4800 Millimeter lang. 4,8 Meter. Ja, also das ist schon. 60 Zentimeter, na, sind wir großzügig, 50 Zentimeter länger als ein Golf. Ja, das ist auch nicht ganz so wenig. Und der Passat? Der wird nochmal länger sein. Ich glaube, so viel wert da kommt, da shit noch Der wird, sein, da wird oder? schon nochmal was dazu kommen. Baureihen Passat B9. Der hat 4900. 10 cm. Oh. Okay, ja, dann, also dann ist das Ding fast so, dann ist der BYD Seal fast so von der Länge Wie der her wie ein Passat, ja. Passat. Ja, das, weil ich mir auch, der ist, ich mir echt gedacht, das ist kein kleines Auto. Wow, okay. Ja, weil das so seitlich neben mir gestanden, da habe ich mir gedacht, boah, was, das ist echt lang, das Auto. Weil der schaut auf Bilder gar nicht so groß aus. Wenn ich da jetzt mal schaue, jetzt gehen wir nochmal auf die BYD-Seite. Der Der schaut doch schaut nicht doch so nicht so groß groß jetzt aus, aus. ne? Stimmt. Aber Aber. wenn jetzt neben den stehst, du so, oh ja, das ist ganz schön ein langes Auto. Mir gefallen die, ich weiß nicht, mir gefällt irgendwie die Formsprache von den Autos. Aber die, gut, die haben sich auch einen ehemaligen Designer, glaube ich, von BMW geholt oder sowas. Also. Es ist schön, also das Auto ist Ja, schön. Also. ich finde sogar quasi das ich finde sogar eben das Billigmodell von BYD. Ich find den Dolphin schön. Also kann man nicht helfen. Ich finde das ein schönes, praktisches Auto. Er wird halt jetzt keinen großen Schönheitspreis gewinnen, aber mein Geschmack trifft er. Also keine Ahnung. Gut. Dann sind wir angekommen beim letzten Thema für diesen Abend, nämlich
Beim Habsburgway. Was verbindest du mit Habsburg? Jetzt geh die Frage einmal, jetzt geh es einmal von der Seite an. Was ich mit Habsburg verbinde. Mit der Familie Habsburg, mit der Erblinie Habsburg. Ich sage jetzt nichts, weil das glaube ich Na, na, wäre. Nein, ich sage jetzt. na, du kannst sogar sagen. Es gibt sogar. Nein, ich sag das jetzt Es gibt nicht. sogar einen wissenschaftlichen Begriff für das, was du meinst, nämlich das Habsburg-Kinn. Ja, okay, sei mal froh. Das ist quasi die Folge des doch sehr eng genähten Genpools, der in der Erbfolge weitergegeben wurde. Ist das so freundlich ausgerückt? Ja, das ist das Problem war natürlich ja, dass diese Heiraten natürlich so erfolgt sind, dass die Macht erhalten Na, bleibt bei die und das Habsburger heißt man, und dass es reich ausgebaut worden ist. genau, und dafür heiratet man quasi halt auch in der mehr oder weniger engeren Familie weiter und hat eher wenig Austausch im Genpool. Ja, Ja. okay, so viel dazu. Das ist jetzt einmal die Einleitung. Ja. Es ist noch, ist wieder ein Forschungspaper, auch wieder im Archive. Man kann sich da auch wieder das PDF holen. Das behandelt eigentlich was relativ Ähnliches, nämlich The Curse of Recursion. Training on generated data makes models forget. So. Die haben sich jetzt diverse KI-Modelle, Large Language Models, angeschaut. Ja. Und ich glaube nicht nur Large Language Models, sondern, obwohl Stable Diffusion ist ja auch ein Large Language Model. Gell? Ja, sicher. Stable Diffusion ist, naja, sehr gute Frage. Ist es Ist eigentlich auch nur ein Large Language Model, weil es ist ein Bildgenerator für, aber er arbeitet ja in erster Linie mit Sprache. Der Input ist ja Sprache, ja, ist ja stimmt. Language, ja Ja, genau. stimmt, ja. Okay, Ja. so, die haben sich jetzt da die Models angeschaut und so eine Models kommen, also so Olama oder Stable Diffusion oder die ganzen LLMs, die ganzen frei verfügbaren LLMs, die kannst du dir runterladen und wenn du da entsprechende Ja. Hardware hast, kannst du die ja trainieren. So, dass wenn Ja, jetzt ein richtig. Unternehmen zum Beispiel einen Chatbot anbieten will für für Service und Support zum Beispiel, kannst du das Model trainieren mit Informationen, die dein Software, dein Produkt repräsentieren entsprechend. Das heißt, du kannst eine FAQs, komplette Bedienungsanleitungen, alles Mögliche kannst du da als Model dem Model zur Verfügung stellen und das LLM damit trainieren. Das lernt daraus und kann auch entsprechend darauf antworten, mehr oder weniger richtig, je nachdem, wie gut das es trainiert ist, und dem Endnutzer nachher Antworten liefern oder Hilfestellung liefern. So. Jetzt haben sie sich das angeschaut und haben unterschiedlichste Large Language Models trainiert. Okay, passt. Ergebnis war, okay. Das heißt, sie haben Large Language Models manuell Informationen zur Verfügung gestellt und trainiert. Ja. Sie sind jetzt einen Schritt weitergegangen und haben jetzt andere Ja. Large Language Models Trainingsdaten generieren lassen. Ja. Und mit diesen generierten, AI-generierten Trainingsdaten haben sie wiederum ein anderes Large Language Model trainiert. Ja, okay. Das Ergebnis war, das trainierte Large Language Model, das generierte Trainingsdaten zur Verfügung gestellt hat, ist degeneriert. Es ist mit Aha. jeder weiteren Phase, dass es mit generierten Trainingsdaten. Also es heißt mit, Es ist es degeneriert. heißt Es ist immer jede. blöder geworden. Ja gut, das Problem. Das glaube ich, sieht man ja, was ja witzig ist, das glaube ich, erkennt man ja in viele Modelle, dass die teilweise mit der neuen Version nicht besser wären, sondern teilweise schlimmer. Jetzt hat man nur quasi die wissenschaftliche Erklärung ein bisschen dazu, Nö. dass das künstliche, wie, also der künstliche Output von an Trainingsdaten
für ein Large Language Model, das damit trainiert wird, nicht der ideale Input ist, um sich weiterzuentwickeln, um daraus zu lernen, sondern Das es soll, heißt, es braucht menschlichen der Content. Content, die Trainingsdaten, noch, sage ich dazu, muss von Menschen kämen oder zumindest von Menschen einmal geschrieben worden sein oder von Menschen zur Verfügung gestellt worden sein. Das heißt, wir haben aber eigentlich auch gleichzeitig einen Beweis dafür, dass es gar keine künstliche Intelligenz sein kann im Im Moment. Moment, genau. Es kann nur nicht aus Ja. sich selber lernen, quasi. Ja. Woran das jetzt liegt, ob das jetzt die Varietät an Sätzen, an Worten, an Definitionen ist, wenn ein Mensch was schreibt, oder das ist noch nicht so ganz klar. Aber jedenfalls, man ist den Schritt noch weitergegangen, hat noch ein das trainierte Large Language Model wieder Trainingsdaten generieren lassen und ein weiteres Large Language Model damit trainiert, und das Ergebnis war eben, es ist immer mehr degeneriert und immer blöder war. Das klingt nach Spaß, ja. Also wenn ihr das jetzt hoffentlich halbwegs korrekt zusammengefasst habt, da sind ganz viele schlimme Formeln drin, da habe ich nachher irgendwann einfach nur noch versucht, den Text zu lesen und zu überfliegen, So wie man das halt macht, so wie man ohne die das halt macht, Formeln ja. zu verstehen. Aber Du hättest sie ja in ChatGPT reinschmeißen können. ja, genau. Ich kann jetzt nochmal da, zack, 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 zack. Warte mal. Conclusion. Achso, da auf der Seite ist eher Menü. Evaluation suggests a first mover advantage when it comes to training models such as LLMs. In our work, we demonstrate that training on samples from another generative model can induce a distribution shift, which over time causes model collapse. Model collapse haben sie das genannt. Also es wird, ja, irgendwann gibt es einfach keine richtigen Antworten mehr aus. This in turn causes the model to misperceive the underlying learning task. Also lernt nachher einfach nicht mehr richtig. Habe ich ziemlich cool gefunden. Schauen wir mal, wie das in 2, 3 Jahren ausschaut. Das klingt sogar spannend, das Paper, ja. Viel Spaß beim Formellesen. Ja, das aber immerhin, ja. Einmal was Neues. So, und jetzt schaue ich noch, ob dieser Hubschrauber Oh mein funktioniert. Gott, Achtung, jetzt wird's. Ja, warte mal, jetzt schauen wir mal. Ich befürchte schon, dass der innerhalb von wenigen Sekunden in die Höhe schießt und dir die Stirn wegrasiert. Muss ich ihn einschalten? Ja, das kann aber sein, dass der komplett tiefenentladen ist. Weil, was nämlich witzig ist, warte mal. Erleuchtet nicht einmal. Ah, ich glaube aber, jetzt glaube ich, hätte ihn wieder loaded. Oder? Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding auflädt. Warte mal. Anstecken. Revel. Ja, du musst aber irgendwas noch einstellen. Warte mal. Control Helic. Ja, was ist ein leerer Hubschrauber oder Klar. der Controller? Na, der Controller funktioniert. Das ist kein Thema. Das weiß ich mittlerweile. So. Und wie lade ich das Ding? Ah, da die Bedienungsanleitung. Die hilft sicher Oh weiter. ja, so Bedienungsanleitung. Ja, das. Mal, du musst schauen. Mal, weißt du, was du getan hast? Ja, ich habe die Bedienungsanleitung Du nicht hast den gelesen. Autowaschmodus nicht eingeschaltet bei der letzten Ah, Reinigung. das war's. Ja, richtig, richtig. Ah. Ja, gut, die Jetzt ist der Garantie Bedienungsanleitung natürlich ist. erloschen, weil Revell schaut jetzt einfach in die Logs nach und dann sehen sie, dass du keinen Autowaschmodus aktiviert hast. Und uiuiui. Ah, ja, jetzt habe ich es irgendwie geschafft, dass der Ladevorgang funktioniert. Nach einer Ladezeit von 30 bis 35 Minuten kann das Modell circa 5 bis 7 Minuten lang fliegen.
So lang warten wir heute nicht mehr. Na, das warten wir sicher Na. nicht mehr. Aber die Dinger kann ich prinzipiell empfehlen, weil die sind, die haben ja einen Gyrosensor drin und haben, man muss halt aufpassen, der hat eine Infrarotfernbedienung jetzt nur. Wenn du den nämlich im Freien startest, durch die Sonne fliegt der einfach weg. Ja, der fährt natürlich nur nach oben nahe. Und es gibt auch welche mit 2,4 GHz Frequenz auch. Die gibt es dann noch ein bisschen größer, dann seien sie bei Indoor nicht mehr so lustig. Weil wenn da der gegen den Schädel knallt, macht es keinen Spaß mehr. Okay. Revell-Hubschrauber ferngesteuert. Ja, ihr habt den ganz rechts da drüben. Ja, es ist verblüffend. Ich meine, ich gebe da einen Tipp, du musst irgendwann deine zwei Kinder sowas kaufen. Ja, klar. Wenn sie alt genug sind. Ja. Na, da willst du alt genug sind, kriegen sie das auf alle Fälle von mir. Das, also, ich meine, es wäre zwar, ja, du musst zwar, ich meine, prüf vorher deine Haushaltsversicherung nochmal, Ja. weil es könnte was zu Bruch gehen. Ach, die ist eh recht hoch angesetzt, also von dem her. Cool. Die sind super, also die machen echt Spaß. Und ja, also vor allem, man muss bedenken, das ist Spielzeug. Ja. Wir haben früher nur Klötze Ja, gehabt. Stöcke und Steine, mehr haben wir nicht gehabt früher zum Spielen. Und jetzt gibt's das. Stöcke und Steine. Und wenn wir Glück gehabt haben, haben wir einen Rex-Gummi gehabt und haben daraus einen Steinschleuder gebaut. Rex. Ein Rex-Gummi. Aber das ist nur ganz selten. Meistens eher kurz vor Weihnachten oder so, ist das irgendwo mal einer. Ja, ein Rex. Und auch Oh mein Gott. nachdem er Beeren pflückend von den Feldern hintergekommen sind. Und Flachs. Und die Herren Saft und Saft gemacht haben oder Kompott gemacht haben, dann ist vielleicht für uns Ja, noch ein Gummi vergiss. aber gefallen. Vergiss nicht im Flachs, damit wir uns Kleidung Ja, machen mein können. Gott, das war schlimm. Uiuiui. Aber angenehm warm war es Ja. teilweise. Ja, und Und grotzig. kranzig, ja. Ja, dieser Flachs. Ja, und das ist heute das Spielzeug. Cool. Und vor allem, es ist ja nach wie vor, das Ding kostet 20 Euro. Ja, oh gut, Das ist 20 ja. Euro sehe ich doch jetzt kein Modell mehr, gell? Also. Na, du musst vor, der von Revell, ich weiß nicht, wo der ist, aber. Ja, aber da steht kein Preis mehr dabei. Also 10 Optionen, 21,14 Euro, okay, ja, stimmt, ja. Also, das ist ja. Nicht schlecht. Gut, jetzt haben wir 2 Stunden 2,50 Euro. Also, Gut. Das ist verhältnismäßig. für die YouTube-Zuseher ist es 2 Stunden 2,50 Euro, für die Podcast-Hörer werden wir ungefähr bei 2 Stunden 40 sein. Keine Angst, ihr verpasst nur A's, Ä's, Öms und Bausen. Ja, das ist war in einfach, glaube ich, gar keine Pause. Nein, nicht. Nein, nicht, Also, weil ihr habt ja weiter gequatscht. aber Genau. es ist eigentlich verhext. Es ist immer zu die 3 Stunden hin. Ja, das ist echt schlimm. Ich glaube, ich habe das nächste Mal überhaupt keine Themen. Lass nur noch die reden. Ja, dann sind wir bei 3 Stunden. Okay, ja, gut. Na gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir wünschen noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.